Rot-Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Für Leben in guter Gemeinschaft. Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um. Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder. Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung. Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen. Guten Morgen, Frank. Hallo, Jenny. Wir sind zurück im Wahllokal. Wie geht's dir? Es geht, also ich habe jetzt Urlaub, also insofern geht's immer besser. Genau, also ja, diese Woche hatten wir so ein paar kleinere Themen hier in Sachsen, wo es so, wo es so ein bisschen irritierend war, dass der Hans-Georg Maaßen war zu Gast in Radebeul und wollte dort sozusagen für die CDU Wahlkampf machen und surprise, surprise, im Publikum saßen, also zumindest der Berichterstattung nach, sehr viele AfD-Anhänger und haben ihn gefeiert. Genau, also das war das war so ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Arbeitet, also zumindest für die CDU. Ja. Arbeitet der Maaßen nicht für einen AfDler? Also der ist doch, wie heißt das bei der CDU? Werteunion ist diese radikale Splittergruppe. Na, radikal. Ja, und interessant ist, dass der sozusagen, wo der aufgetreten ist diese Woche, das ist der Wahlkreis vom Landtagspräsidenten, von dem Herrn Rösler, der auch mal Kultusminister war. Und wie gesagt, also dort aus meiner Sicht nicht gut, also keine gute Figur gemacht hat und ansonsten, er gehört mehr so zu dem, wie soll ich sagen, Rechtsaußen. Das ist so der Landkreis Meißen, wo er dort dazugehört, wo sowieso, sage ich mal, einigermaßen in der Nähe auch zur AfD besteht, also zumindest eine geistige. Genau, also das war diese Woche so ein bisschen in Sachsen. Ansonsten, ich habe eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Also du auch? Das heißt, es wird tatsächlich langsam ernst. Die Wahl findet tatsächlich statt. Genau. Ja, das wäre es jetzt auch noch gewesen, wenn sie es jetzt spontan abgesagt hätten. Genau, es muss ich überlegen, ob das auch diese Woche war. Das Landesverfassungsgericht hat entschieden, also vorläufig in einer Eilentscheidung, dass sie jetzt bis Platz 30 die AfD Landesliste doch zulassen. Ja, also darüber hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen. Ah, okay. Genau, gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Woche was war. Genau. Weil die Wahl verwirrt jetzt schon. Die macht jetzt schon ganz viel. Ich habe ganz von Anfang. Also ich habe natürlich auch meine Wahlbenachrichtigungskarte bekommen. Freue mich schon wie Bolle auf meine Wahl. Vor allem auf die 5 Meter, die ich dann zu meinem Wahllokal gehen muss. Ich wohne hier sehr, sehr attraktiv, wenn es ums Wählen gehen geht. Also Briefwahl werde ich nicht machen. Die 5 Meter kann ich dann auch noch laufen. Und ich muss uns mal korrigieren. Einer, der unseren Podcast hört, hat uns geschrieben, der ist anscheinend auch in Sachsen wohnhaft. Der hat gesagt, man muss gar nicht in dem Wahlkreis wohnen, in dem man als Landtagsabgeordneter antritt. Als Direktkandidat. Ja. War mir gar nicht bewusst. Es gibt ja dieses Konzept, ich werde gewählt dort, wo ich wohne. Hm. Dann ist das wahrscheinlich bei den Kommunalwahlen so. Ja, also ich weiß, dass es bei den Kommunalwahlen absolute Pflicht ist, dass du da wohnst. Ja. Ich wusste es nicht, dass es bei den Landtagswahlen nicht Pflicht ist, aber ich denke mal, du musst wenigstens im Land wohnen, oder? Das wahrscheinlich schon, ja. Also. Aber es ist gut, dass was zeigt das, dass Leute tatsächlich sich das nicht nur anhören. Also das ist ja schon mal erst, das ist das erste Positive und B sogar dann nochmal das nochmal aufarbeiten und uns
Hinweise geben, dass wir vielleicht doch falsch lagen. Was ist vielleicht in dem Fall, lag man ja tatsächlich falsch. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Weiter so. Ja, ihr könnt uns jederzeit korrigieren. Wir wissen auch nicht alles. Ich habe festgestellt, wenn ich in einem Team podcaste, also jetzt wenigstens nicht alleine, bin ich ein bisschen flapsiger, als wenn ich es alleine mache. Weil ich, wenn ich alleine bin, bin ich ein bisschen, da muss alles irgendwie stimmen. Wenn ich da einen Fehler mache, ist es schwer peinlich für mich. Ja, das ist, da gibt es auch einen Begriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Sozusagen, das hat was sozusagen in der Teamleistung, verlässt sich jeder auch ein bisschen auf den anderen, so nach dem Motto, der andere wird das dann schon machen und deswegen ist die Gesamtleistung nicht die Summe der Teile. Das vielleicht nochmal so am Rande. Ja. Genau. Und dann, was machen wir heute? Was machen wir heute? Erstmal gucken wir nochmal auf die CDU Brandenburg. Ja. Weil nachdem wir gepodcastet haben, gleich an dem Montag darauf kam raus, sie mussten ihr Regierungsprogramm, die Verteilung und die Flyer und alles jetzt erstmal zurückziehen. Oh. Weil die Partei von Law and Order und Rechtsstaat, der ist ein kleiner Fauxpas passiert. Die bringen ja immer diese Regierungsprogramme mit schönen Bildchen raus, damit man sehen kann, ah, unser Spitzenkandidat ist ein Landesvater. Und bei der CDU Brandenburg muss natürlich jemand von der Polizei mit drauf sein. Blöd ist nur, dass der Polizist, den sie da abgelichtet haben, Frank Storch ist. Ist der ranghöchste Polizist in Brandenburg. Und der leitet die Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Und naja, bei den Beamten ist es ja so, sie sollen neutral sein. Also keine Parteiwerbung und sowas alles. Vor allem nicht in ihrer Funktion als Beamte. Und sie, die CDU hat weder Herrn Storch noch seinen Vorgesetzten, also das Land Brandenburg, gefragt, ob er da auf diese Wahlwerbung mit drauf sein darf. Ach Gott, ey. Weswegen, das ist so der Klassiker. Ja, ja, weswegen die CDU jetzt die ganzen Flyer und die ganzen Werbematerialien kostspielig zurückholen muss. Die hatten in der ersten Auflage 10.000 Stück gedruckt und das hat ungefähr 3.000 Euro gekostet. Naja, gut, also. Ah, es ist so, ich weiß nicht, also das sind so Sachen, wo ich mir sage, ja, einmal also, mit Profis arbeiten, würde ich sagen, ne? Da muss, also ich stelle mir, da muss es doch einen geben, der irgendwie bei wenigstens, also bei jedem Mist, gibt es so Checklisten und so weiter. Und ich habe da irgendwie so die Vermutung, also was ich auch nicht, also ich meine, gut, das Personal, was da vorne dran steht und was da vielleicht sozusagen, aber das Ganze, sozusagen, die rückwärtigen Dienste, würde man vielleicht bei der Armee sagen, also das ganze Hinterland, diese Unterstützungsmenschen, die sind doch eigentlich im Großen und Ganzen gleich. Für die ist doch, also Wahlkampf, sozusagen Organisation, ist doch einfach nur abhaken eigentlich im Grunde genommen. Deswegen verstehe ich das nicht. Aber vielleicht haben die auch schon, also ich habe ja so ein bisschen so die Vermutung, also dass eigentlich niemand so richtig Lust auf Wahlkampf hat. Und das ist vielleicht auch so ein Zeichen. Also. Naja, die Sache ist, ich sehe das so. Das ist natürlich peinlich. Absolut, also. Absolut betriebsblind natürlich mittlerweile. Die CDU da, also ich glaube nicht, dass das die einzige Partei ist, der sowas mal unterläuft. Aber die sind natürlich absolut betriebsblind in solchen Sachen. Weil du hast ja da mit Politikern zu tun, die im Parlament sitzen und sich über solche Kleinigkeiten wie Neutralität von Beamten irgendwie nicht so richtig Sorgen machen. Dann muss es ja immer ganz schnell gehen und die Werbematerialien müssen an den Mann gebracht werden, so schnell wie möglich. Und die Qualitätskontrolle leidet darunter. Die Bilder müssen ja schön aussehen, Frank. Es spielt ja keine Rolle, ob da rechtliche Probleme sind und ob man vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken sollte, bevor man auf Drucken drückt. Oder das ist halt so ein tatsächlich so Mut zur Lücke, ne? Also im Sinne von, dass da wird schon niemand wird schon keinem auffallen. Da wird schon niemand irgendwie, und wenn, dann kann man das nochmal nachträglich legalisieren. Also, ja, es ist so. Ja, aber diese Flapsigkeit, weißt du? Also mir gefällt diese generelle Flapsigkeit nicht. Es ist ja nicht nur so bei der CDU, es ist bei anderen Parteien genauso. Und es ist auch in der öffentlichen Debatte manchmal so. Also ich bin ja nicht gerne der konservative Part in diesem Ganzen. Aber ich sag immer, bestimmte Regeln und bestimmte Verhaltensweisen sind dazu da, um auch eingehalten zu werden, weil
die geschichtliche Erfahrung oder so generell die gesellschaftliche Organisation machen das halt notwendig, dass man sich an bestimmte Regeln hält, weil das ganze System auch stabil hält, weißt du? Was mich nochmal interessieren würde, wie ist das sozusagen hochgekommen? Hat sich der Polizist dann beschwert? Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass es halt diesen Presseartikel gab, weil haben sich ja natürlich alle drauf gestürzt. Hahaha, ist ja lustig. Aber ich nehme ganz stark an, dass dem Polizisten selber das irgendwann mal aufgefallen ist. Hups, hier, also das war ja auch, die Sache ist, dieses Regierungsprogramm haben sie ja auch auf der Homepage von der CDU. Mhm. Und diese Bildchen laufen ja dann immer in so einem, also laufen ja dann immer so durch. Du kennst ja heutzutage, wie Homepages so organisiert sind. Und dem einen oder anderen ist dann der Polizist halt aufgefallen. Es war ja nicht irgendjemand, sondern hier oberster Leiter. Naja, naja. Und dann fragt man schon mal, na, sag mal, machst du jetzt Werbung für die CDU? Bist du in der CDU? Und in einem SPD-geführten Land ist das vielleicht nicht so clever. Naja. Ah, das ist, naja, gut. Wollen wir rüberhüpfen zum Pferderennen, Horse Race? Ja, wir hüpfen mal kurz zum Horse Race. Lass mich mal. Für Sachsen gab es keine neue Umfrage. Also die letzte ist immer noch vom 2.7., also reichlich, Pi mal Daumen, einen Monat alt sozusagen. Ja, zum Glück, die letzte Umfrage in Brandenburg ist auch ungefähr so alt. Also im Großen und Ganzen gibt es hier noch kein neues Pferderennen, aber es gibt ein Pferderennen aller ostdeutschen Länder. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, wäre hier die AfD die stärkste Kraft, aber da ignoriert man immer mal gerne, dass der Osten kein einheitliches Land ist. Ja. Und dann gibt es ein Pferderennen, das ist länderspezifisch und das bezieht sich auf Thüringen. Infratest DIMAP hat eine Umfrage gemacht zur Landtagswahl in Thüringen, die findet ja am 27.10.2019 statt. Ist ein bisschen später, deswegen haben wir im Wahllokal Ost uns jetzt noch nicht so richtig mit dem beschäftigt, weil die haben auch noch keine Wahlprogramme. Aber die haben Pferderennen. Und laut der aktuellen Umfrage kommt die CDU da auf 21%, die SPD auf 8. Oh je. Ja, die Grünen auf 11. Die FDP auf 5, die Linken, die jetzt gerade den Ministerpräsidenten stellen, auf 25% und die AfD auf 24%. Ah, das ist ja überraschend. Also, Thüringen, meine Güte. Ich guck mal schnell, wie stand denn die SPD bei der letzten Landtagswahl in Thüringen? Na okay, 12,4%, also allzu viel haben sie jetzt doch nicht. Naja, da ist nicht viel. Also, da ist nicht mehr viel Luft nach unten. Ja. Aber es ist interessant, die haben ja dort eine rot-rot-grüne oder rot-grün-rote Regierung unter Führung der Linken. Und ich habe so das Gefühl, dass der Bodo Ramelow das so eigentlich ganz gut macht. Also so vom, was man so liest und so weiter, dass das schon eigentlich, die hatten glaube ich so mal ein bisschen Ärger mit dieser Gemeinde. Die hatten so eine Gemeindegebietsreform, wo es sozusagen im Land etwas geruckelt hat. Und ansonsten ziehen sie so tatsächlich ihr Programm durch. Ich bin gespannt, ob sie es, also es wäre interessant tatsächlich, wenn sie es nochmal hinkriegen würden. Ne? Kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf die, also die SPD, das muss man sich mal vorstellen, die war dort lange Zeit Regierungspartei. Ne? Also die hat dort Regierung mal gestellt in Thüringen. Wann? Eine ganze Weile. Und dann sind sie abgelöst worden durch die CDU. Und genau, und dann nach der CDU kam dann die Linke daher. Das ist interessant, also dass die SPD dort also vollkommen unter die Räder gekommen ist. Ja, aber die ist anscheinend schon vor einer Weile unter die Räder gekommen, weil wie gesagt 2014 12%, davor Landtagswahl 2009 18,5%, also naja. Die SPD ist da schon seit einer Weile auf dem absteigenden Ast in Thüringen. Lass mich mal gucken. Das ist interessant. 2004 hatte die SPD da auch 14,5%. Das gibt's nicht. Also, wann hatten die da mal eine Regierung gestellt? Es muss irgendwann in den 90ern. Ja, weil ich wollte gerade sagen, 1999 hatte die CDU in Thüringen 51% und die SPD 18,5%. Oder war das eine Koalitionsregierung?
Ich bin der Meinung, sie hätten dort mal zumindest also mitregiert, die SPD. Ja, das ist ja nicht schwierig. Aber selber den Ministerpräsidenten gestellt. Vielleicht kann das ja einer der Hörer sagen. Ja, vielleicht irre ich, würde ich mal sagen, dann irre ich mich jetzt hier spontan. Unterm Strich kann man sagen, in Thüringen war die SPD schon immer mal leicht angeschlagen. Ah, sie haben mal irgendwie mitgeregiert. Naja, ist wurscht. Also, wie dem auch sei. Also, ich bin gespannt, interessant wäre es tatsächlich, wenn die Linke das dort nochmal hinkriegen würde, rein so aus, sozusagen, um zu beobachten, wie das dort, sozusagen eben, wäre auch mal so ein Ding sozusagen, weil dort die AfD, die hat ja dort mit dem Höcke einen ziemlich prominenten Landesverband und so weiter, wäre halt interessant, also, aber es ist ja noch lang hin, also deswegen würde ich mal sagen, ja gut, ist halt so eine Wasserstandsmeldung, aber es zählt ja am Wahltag, genau. Am 27.10. um 18 Uhr wird ausgezählt. Genau, und bis dahin ist noch viel Zeit. Ja, bis dahin fließt noch viel Wasser die Nute herunter. Wo wollen wir jetzt hinhüpfen? Welche Partei haben wir uns für heute vorgenommen? Wir machen heute die Linke. Das ist interessant, weil die Linke in Sachsen seit 30 Jahren, also seit der Wende, in der Opposition ist. Aber in Brandenburg hat sie immer mal wieder mitregiert und sie regiert aktuell auch mit. Also insofern haben wir sozusagen so ein bisschen, was wir letzte Woche bei der CDU hatten, mit umgekehrten Vorzeichen, sowohl politisch als auch sozusagen bezogen auf die Länder, haben wir heute mit der Linken. Und es ist mal ganz interessant zu sehen, wie sie möglicherweise unterschiedlich oder gleich sich aufstellen. Und wir fangen mal mit der Bildung an. Vielleicht nochmal vorher so ein 2,5 Sätze. Das Wahlprogramm der Linken an sich, also sozusagen der Text, der ist wieder so ein bisschen halbschwierig. Die Linke in Sachsen hat eine Mitgliederbefragung gemacht und gefragt im Sinne von, was wollen wir ins Landesprogramm, Wahlprogramm zur Landtagswahl reinschreiben. Und dann haben eben die Mitglieder dort oft sozusagen in dieser Befragung konnten sie so Themen vorgeben und so weiter. Und die Struktur ist immer so, sie haben so einen Block, wo sie sagen, also der Block, um den es jetzt geht, der heißt Bildung, Kultur, Sport und Medien. Und dann kommt immer sozusagen vorher die These oder das sozusagen aus dieser Mitgliederbefragung. Und dann wird das nochmal so ein bisschen ausdetailliert. Das Dumme an der ganzen Sache ist, also für mich zumindest, es ist ziemliche Prosa, also es ist immer Text und in den Text eingestreute so Zahlen. Also das heißt, dass für unsere Arbeit, also sozusagen im Sinne von, wo wir sind ja immer so ein bisschen an Fakten interessiert, ist es halt ein schwierig zu lesender Text. Gefällt mir eigentlich nicht so. Aber Überraschung, es gibt tatsächlich Zahlen drinne. Genau, also das mal so zum Einstieg. Also dann vorneweg, das Wahlprogramm der Linken in Brandenburg, und sie nennen es wirklich Wahlprogramm, nicht Regierungsprogramm wie CDU oder SPD, heißt 2019 ums Ganze Brandenburgs Zukunft gemeinsam gestalten. Und da kann ich sagen, ja, auch in diesem Wahlprogramm gibt es jede Menge Prosa, aber die haben es danach nochmal unterteilt in, also das ist unsere Prosa und dann kommt, wir fordern das und das und das und das. Also sie haben sozusagen, sie haben beides sozusagen angesprochen. Auf der einen Seite, wir sind mal ein bisschen ausschweifend und auf der anderen Seite, und das sind unsere konkreten Forderungen, die jetzt teilweise auch ein bisschen diffus sind, aber nochmal zum Konsumieren sozusagen für den einfachen Wähler zusammengefasst in einzelne Stichpunkte. Und auch hier im Vergleich zur CDU zur letzten Folge gibt es tatsächlich hin und wieder mal Zahlen. Also. Ah, okay. Also das ist schon tatsächlich unterschiedlich. Vielleicht hüpfen wir gleich mal rein. Zur Bildung. Genau, zur Bildung. Also sie
Das erinnert mich so ein bisschen, was wir schon aus Brandenburg kennen. Also Sie sagen erstmal, also es gibt hier in Sachsen gibt es ja so einen sächsischen Bildungsplan. Der ist mittlerweile ja mehr als 10 Jahre alt und der soll halt fortgeschrieben werden. Und Sie schreiben eben hier, also das finde ich nochmal interessant. Also Sie schreiben Recht auf Besuch einer Kita in der Nachbarschaft und also sozusagen räumliche Nähe und so weiter, also nicht großartige Wege. Dann, was ich besonders also wichtig finde, was ich jetzt so noch nirgendwo gelesen habe in dem Programm, dass sie eben tatsächlich nochmal die sorbischsprachigen Menschen ansprechen und dort sozusagen auch schon im Kindergarten diese Sachen, also die Sprache zumindest ansprechen und sagen, also das wollen wir auf jeden Fall sozusagen durchsetzen, dass das erhalten bleibt. Und was für uns wichtig ist, das erinnert mich so ein bisschen an das, was die SPD, glaube ich, geschrieben hat. Sie wollen an den Betreuungsschlüssel nochmal ran. Und zwar schreiben Sie hier 1:4 in der Kinderkrippe, also für die unter Dreijährigen, 1:5 in der Kindertagespflege, also das ist ja Kindertagespflege eben, also was sozusagen bei so einer, wie heißt das, Tagesmutter, genau, heißt das, 1:10 im Kindergarten und 1:17 im Hort, also Hort bedeutet für Grundschüler. Und was ich nochmal interessant finde, Sie wollen hin auf eine stufenweise Beitragsfreiheit. Und aktuell jetzt sozusagen für die nächstkommende Wahlperiode sagen Sie also, die Hälfte der Kosten soll das Land tragen, ein Drittel ungefähr die Kommune und den Rest die Eltern. Und das letzte Kita-Jahr, was so ein bisschen unter dem Thema eigentlich Vorschule läuft, das wollen Sie auch beitragsfrei zu Lasten des Landes also stellen. Jetzt haben Sie noch das, was Sie eben auch als, also unter dem Thema Kindertagesstätte und so weiter ansprechen, das ist, dass Sie sagen, naja gut, also wir haben ja nicht nur den Betreuungsschlüssel zugunsten der Kinder, sondern Sie wollen eben auch die Erzieher dort mit einem besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz ausrüsten. Das reicht von Schallschutzmaßnahmen wo die Erzieher dann nochmal sozusagen unterstützt werden in ihrer Fortbildung und so weiter. Dann wollen sie halt solche Sozialassistenten noch irgendwie da reinführen. Also sie schreiben hier, die Ausbildung zur Sozialassistentin als Zugangsvoraussetzung zur Erzieherinnenausbildung kann durch eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Hochschulreife in einem berufsvorbereitenden Praktikum ersetzt werden. Also irgendwie scheint es jetzt so zu sein, man muss erstmal Sozialassistent werden und dann kann man Erzieher machen. Und das wollen sie jetzt aufgrund des demografischen Wandels sozusagen so ein bisschen abkürzen. Und sie wollen, dass es eine Ausbildungsvergütung auszubilden gibt. Aktuell ist es so, Erzieherausbildung findet meistens in privatwirtschaftlich organisierten Schulen statt und da muss man Schulgeld bezahlen. Ist jetzt nicht richtig viel, aber es ist halt was, was man möglicherweise auch durch BAföG und so weiter, aber es ist halt ist so total konträr zu anderen Ausbildungen, die wir kennen. Und was ich besonders toll finde, also wirklich gut, sie wollen halt die Kindertagesstätten zu so Eltern-Kind-Zentren umbauen. Also dass man sozusagen nicht nur einfach, ich gebe mein Kind ab, tschüss, und dann wird das irgendwie dort ausgebildet, sondern dass man eben sozusagen das auch als Begegnungsort für andere Eltern hat und sozusagen sich dort eben auch leicht, also klar, dort begegnen sich Menschen, die haben alle mehr oder weniger die gleiche Lebensphase und können sich dort begegnen, austauschen und so weiter. Das finde ich gar nicht so schlecht, muss man ehrlich sagen. Also dass man sich sozusagen auch nochmal so als Eltern vielleicht auch ein bisschen verbindet und vor allen Dingen mit der wohnortnahen
sozusagen Bereitstellung von Kindertagesstätten, kann ich mir das schon vorstellen, dass es gerade so im Land, in der Provinz, wo ja solche Begegnungsstätten Mangelware sind, dass das vielleicht nochmal irgendwie so einen positiven Effekt auch gerade in den Dörfern und so weiter hat. Also kann ich mir schon vorstellen, finde ich gar nicht so schlecht. Also genau, das zu den Kindertagesstätten. Wie sieht es denn bei der Linken in Brandenburg aus? Was sagen Sie denn dazu? Na, die Linke in Brandenburg war ja in den letzten Jahren an der Regierung beteiligt. 2014 hatte sie ungefähr das Gleiche gefordert wie damals die CDU und wie die CDU jetzt mehr oder minder fordert. Und zwar einen Betreuungsschlüssel bei Kindern von 1 bis 3, also bei du weißt schon, die Krippenkinder, von 1 zu 5, wo ja aktuell die Landesregierung sagt, also wir haben versucht, 1 zu 6 umzusetzen. Im Wahlprogramm der SPD findet sich auch die Forderung nach 1 zu 5. Und das setzt sich dann fort, also Kinder 3 bis 6 wollen wir einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 11 anstatt von bisher 1 zu 12. Sie wollten 2014 halt 15.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Zudem sollten Kitas eine inklusive Einrichtung werden. Also das, was man jetzt zum Beispiel in Brandenburg im Schulsystem umgesetzt hat, mehr oder minder, wollten sie auch in den Kitas. Also gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. Das Problem ist dabei, also auf mehreren Ebenen, nicht nur, dass manche Gebäude dazu gar nicht ausgelegt sind. Also man hat es auch nicht geschafft, die Infrastruktur entsprechend umzubauen, um Kindern mit zum Beispiel körperlicher Behinderung den Zugang zu den jeweiligen Schuleinrichtungen zu ermöglichen. Das Problem ist auch, Kinder mit speziellen Förderbedingungen brauchen ja unter anderem auch so einen sozialen Pädagogen. Allein daran ist diese Inklusion schon gescheitert, weil es einfach an dem Personal fehlte für die spezielle Betreuung, die diese Kinder auch brauchen. Mhm. Und darunter haben dann eigentlich alle gelitten. Also die Lehrer, die Schüler, die Eltern. Und ich bin ja der Meinung, dass das eine richtige Forderung ist. Also man sollte schon vor allem, wenn man ein Kind ist, in Kontakt kommt mit Menschen, die körperlich und geistig auch eine Einschränkung haben und lernen, dass das jetzt aber nichts Schlimmes ist und dass man diese Menschen nicht ausgrenzen sollte deswegen. Nur wenn die Kinder dabei lernen, deswegen kommen wir jetzt im Unterricht nicht voran, deswegen können wir jetzt bestimmte Einrichtungen oder das Museum nicht besuchen oder was auch immer, dann erhältst du genau den gegenteiligen Effekt. Also das, was die Landesregierung mit der Linken und der SPD darunter gemacht hat, ist halt, dass es, glaube ich, in meinen Augen genau den gegenentsetzten Effekt hatte. Es hat nur zu Stress geführt, nur zu Frustration. Und das hat, glaube ich, zu mehr Abneigung gegen Inklusion geführt, als es wirklich sonst da gewesen wäre. Ja, ich glaube, dass, genau, also wenn man sich das nochmal, also man kann ja so Experimente machen oder Beobachtungen so, wenn man jetzt zum Beispiel am Spielplatz oder sowas beobachtet, wie Kinder miteinander umgehen, dann ist meine Erfahrung, dass das eigentlich in dem Sinne gar keinen großen Unterschied macht. Die nehmen das zwar wahr, dass da jemand behindert ist und möglicherweise im Rollstuhl, also was ja offensichtlich ist, oder wenn jemand geistig nie so ganz seinem Alter entsprechend entwickelt ist und so weiter, aber dann wird das sozusagen im Spiel mit eingebaut und tatsächlich, also für die Kleinkinder ist das in dem Sinne kein Problem. Und wo es tatsächlich aus meiner Sicht ein Problem wird, das ist eben gerade in diesen, also wo so ein Anspruch der Eltern tatsächlich eben durchgesetzt wird, im Sinne von, also wir wollen jetzt aber, dass das hier, dass das Kind eben also sozusagen mein Kind soll eine gute Bildung bekommen und deswegen akzeptiere ich das nicht, dass jetzt sozusagen hier Zeit verbummelt wird, indem man sich jetzt nochmal um die behinderten Kinder kümmert. Und das ist halt tatsächlich schlicht und ergreifend, das ist ein Kapazitätsproblem, also im Sinne von Menschen, die müssen das ja leisten. Also und das andere ist, und wenn man ja, wir wissen ja, dass sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen gibt es ja das Problem, genug Lehrer zu finden. Und das andere ist natürlich klar, die, sage ich mal, schlicht und ergreifend, was du auch schon gesagt hast, mit den Gebäuden.
Ja, also das Problem ist, sie wollten es halt in einer Ruckaktion von heute auf morgen im ganzen Land umsetzen. Ja, ja, und das geht die halt Infrastruktur nicht. Und die personelle Ausstattung gab schon den normalen Unterricht an sich nicht her. Und diese Inklusion als Projekt ist schon ein ziemlich großer Happen, den dieses angeschlagene Schulsystem auf keinen Fall von heute auf morgen wuppen konnte. Aber sie wollten es unbedingt durchdrücken, weil es ja richtig ist. Es ist ja eine richtige Forderung. Aber also du kannst das halt nicht von heute auf morgen allen aufzwingen. Das muss gut vorbereitet sein, ja. Ja, die Idee war ja so ein bisschen, also gerade im Schulbereich irgendwie so nach dem Motto, na gut, also wenn wir jetzt die Kinder aus diesen Förderschulen rausholen, dann nehmen wir die Lehrer auch gleich mit und sozusagen rechnerisch wäre das wahrscheinlich aufgegangen, aber das funktioniert halt, weil es halt tatsächlich, es gibt immer so diesen Anpassungsschmerz. Und das ist natürlich. Aber rechnerisch hat es schon nicht. Also es hat ja schon rechnerisch auf dem Papier nicht funktioniert. Weil du nicht genug Sonderpädagogen für alle schulischen Institutionen und alle Schulen hattest, wo du Kinder inkludieren wolltest. Da hätte es viel mehr Personal gebedarft. Und ein ganz anderes Konzept. Und damit waren einfach alle völlig überfordert. Und als die Schulleitungen gesagt haben, also wir bräuchten da ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr Hilfe oder wir schaffen das einfach nicht, weil ihr gebt uns nicht das Geld und das Personal, um das zu schaffen. Dann wurde das einfach ignoriert oder wegdiskutiert oder so nach dem Motto, das gibt sich schon mit der Zeit, wisst ihr? Und dass man das da aber mit Menschen zu tun hat, die Eltern sind, die in einer Gesellschaft leben, wo es heißt, naja, wenn dein Kind keine gute Bildung hat, dann hat es so und so schon verloren. Dass das zu erheblichem Widerstand führen würde, hätte eigentlich schon von vornherein klar sein müssen. Und dass das dann auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, die dafür am wenigsten können, das ist natürlich am schlimmsten. Ja, das ist interessant. Also vielleicht können wir noch mal so ein bisschen weiterhüpfen. Wenn wir jetzt in Richtung Schulbildung schauen. Also ich wollte sagen, 2014, was die Linke auch will, ist ja diese Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems. Dafür wollten sie damals eine Einführung einer Gemeinschaftsschule und das Abschaffen von Leistungs- und Begabtenklassen. Also es gab hier diese speziellen Klassen für Hochbegabte, die schon dann in Förderklassen Stoff zum Beispiel des Gymnasiums behandeln durften und sowas. Und ja, ist das, was sie auch 2019 dann weiterhin als Forderung wollen, und zwar landesweit nur noch die Gemeinschaftsschulen, gemeinsames Lernen von der 1. bis zur 10. beziehungsweise 13. Klasse, Schulen, in denen dann alle Abschlüsse gemacht werden können. Und das wollen sie dann auch so gestalten, dass man im ländlichen Raum dann weiterhin die Schulen betreiben kann, weißt du? Weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler geht ja zurück, aber wenn du Gemeinschaftsschulen hast, dann müssen die Schüler nicht mehr so weit fahren in die Stadt, wo das nächste Gymnasium ist, sondern die Gemeinschaftsschule auf dem Dorf reichen für kleinere Klassen auch aus. Und du kannst halt die verschiedenen Abschlüsse machen. Das Problem ist halt nur, wie das eigentlich mit den anderen Bundesländern aussieht. Also wenn du so einen Abschluss hast und du gehst nach Bayern, inwieweit wird denn das anerkannt? Also ja gut, das ist sowieso ein generelles Problem in dieser föderal gestalteten Bildungslandschaft. Das ist interessant, weil die Linke in Sachsen fordert also Identisches. Sie schreiben eben hier, also Überwindung des gegliederten Schulsystems, und sie wollen eben auch die Gemeinschaftsschule, und hier schreiben sie eben, an der die Kinder bis mindestens zur 10. Klasse gemeinsam lernen können. Also ich persönlich finde das also tatsächlich gut, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, nach der vierten, dann zerstreut sich das in Anführungszeichen in alle Winde, und der sozusagen die Freundschaften und so weiter, da muss man schon echt auch als Eltern ziemlich hinterher sein, dass sich das dann weiter erhält, und teilweise zerbricht das dann eben auch. Und ich bin ja noch sozusagen bis zur 7. Klasse, da war zwar schon Westen, aber da bin ich, genau, bis zur 7. Klasse bin ich mit den gleichen Leuten in die Schule gegangen. Also wir haben uns sozusagen von der 1. bis zur 7. gekannt, und finde ich persönlich ganz gut.
Und genau, was Sie hier noch sozusagen in Ergänzung machen wollen, das ist inklusive Schulen. Also eben auch Stichwort UN-Behindertenrechtskonvention, also was wir eben auch schon gerade bei den ja, das war ja die Grundlage für die Inklusion in Brandenburg, diese UN. Genau. Und interessant ist, Sie schreiben ja inklusive Schulen und so weiter und dann sagen Sie noch irgendwie, also multiprofessionelle Teams, klingt jetzt gar nicht so schlecht, aus Lehrkräften, Förderlehrkräften, sozialpädagogische und psychologische und therapeutische Fachkräfte, aber wie das, also was bedeutet das denn jetzt wirklich, also im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, ne? Wie könnte denn sowas aussehen? Lassen Sie hier weg. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr so, man kann das erstmal so hinschreiben, also ist jetzt auch, sag ich mal, die Überlegung, das so zu machen, liegt jetzt vielleicht auch gar nicht mal so fern. Aber mich hätte ja dann schon mal interessiert, wie man das dann konkret gestalten will. Das fehlt mir ja so ein bisschen. Macht man da so eine Erhebung im Sinne von sozusagen, dass man die Kindergärten reinguckt und sagt, okay, wie viele Behinderte haben wir denn überhaupt? Oder wie geht sowas? Ne? Also das würde mich mal so eigentlich interessieren. Dann schreiben Sie so ein bisschen nebulös, wir werden bei Schulbaumaßnahmen insbesondere solche Konzepte fördern, welche eine Beschulung außerhalb von Klassenverbünden und Räumen ermöglichen und offene Denkräume beziehungsweise offene Lernlandschaften schaffen, wo ich mir sage, also das kann ja auch wieder alles und nichts bedeuten. Ne? Also ich meine, bei meinen Kindern ist das so gewesen, / ist noch so, dass die eben fest einen Tag in der Woche haben in der Grundschule, wo sie eben außerhalb des Klassenzimmers sind. Da gehen sie in Museen oder raus in die Landschaft und machen da irgendwas. Finde ich an sich nicht schlecht, aber hier tatsächlich hier fehlt mir so Detaillierung, sage ich mal, ne? Also im Sinne von, was bedeutet das denn konkret? Wo wollen wir denn jetzt wirklich hin? Also das hätte mich mal tatsächlich interessiert. Und dann ganz wichtig in Sachsen, Schulen in freier Trägerschaft. Hatten wir ja schon bei der CDU besprochen, dass sozusagen die CDU möchte das eigentlich gar nicht so, ne? Weil die sagen, also es muss schon alles irgendwie sozusagen staatliche Schule sein. Und hier die Linke, die sieht eben die Schulen in der freien Trägerschaft, / Privatschulen, so ein bisschen als sozusagen Avantgarde der Bildungslandschaft an und will die in dem Sinne fördern, dass sie diese Gründung, die ist ziemlich aufwendig, also dass sie das vereinfachen wollen. Also die Vereinfachung der Gründung von Schulen in freier Trägerschaft. Genau. Das wollen sie so machen und sie wollen das sozusagen die freien Träger ein bisschen näher noch an das Schulsystem, also an das staatlich organisierte Schulsystem ranführen, indem sie wie so eine Art sozusagen Austauschplattform mit den normalen Schulen eben sozusagen installieren. Und das ist halt so ein bisschen die Wette drauf, sozusagen, also was wir ja auch schon hier beobachten können, die Schulen in der, also diese Privatschulen, sage ich jetzt mal, die haben ja schon sehr zeitig angefangen, eben mit sozusagen Zweitpädagogen in der Klasse und so weiter, was ich und eben mit Nachmittagsunterricht, also sozusagen. Genau, also mit Bildungsangeboten für die Kinder am Nachmittag und so weiter, was jetzt auch teilweise in die normalen staatlichen Schulen rübergeschwappt ist. Und das wollen sie halt noch verstärken. Und was sie eben auch noch wollen, das steht so ein bisschen unter dem Stichwort Schule demokratisch gestalten, Demokratisierung der Schule, wo sie eben so Sachen rein haben wollen, dass eben auch die Schüler sozusagen irgendwie über die wahrscheinlich Klassensprecher oder sowas, das ist eben hier nicht so richtig ausgeführt, also sozusagen auf die Unterrichtsplanung mit Einfluss nimmt, was auch immer das wieder bedeutet. Dann für die Linke natürlich ganz wichtig, sie wollen die Unternehmen
aus den Schulen raus haben. Also heute ist es ja teilweise eben, werden die Unternehmen eingeladen, gerade so Berufsvorbereitung und so weiter, da mal so ein bisschen darzustellen, was ist denn überhaupt. Dann bieten die Unternehmensverbände eben auch Schulmaterialien an und das wollen sie alles dort aus der Schule raus haben. Sie wollen auch die Bundeswehr aus der Schule raus haben. Da gab es so ein bisschen, zumindest in Sachsen letzte Wahlperiode, so ein bisschen Theater. Bei der Bundeswehr ist es so, es gibt ja diese sozusagen, die im Grunde genommen, also die haben nichts mit Karriere sozusagen zu tun, sondern genau, also da gibt's sondern die erklären da gibt's, nur. Da gibt es Jugendoffiziere, ich hatte dazu bei Einmischen-Podcast eine Folge gemacht. Die gehen in die Schulen und stellen sich und die Arbeit der Bundeswehr sozusagen vor, aber die machen keine Werbung per se. Also die Werbung und Anwerben von Soldaten läuft bei der Bundeswehr über eine andere Schiene als über die jungen Offiziere. Genau, und sie wollen eben die Bundeswehr raus haben. Und was ich so ein bisschen komisch finde, aber gut, da stecke ich nicht so sozusagen tief im Thema drinne. Sie wollen, dass die Kolonialzeit sich mehr in der Schulbildung wiederfindet. Also weil sie eben sagen, also daraus erwächst so dieses rassistische Weltbild, dass man eben nicht aufgeklärt ist darüber, was in Deutsch-Südwestafrika passiert ist mit den Hereros und so weiter und so fort. Also das schreiben sie hier, also das mit der Kolonialzeit, das kommt mir so ein bisschen schräg vor, aber also im Sinne von außergewöhnlich, weil das in dem Sinne eigentlich gar kein Thema ist, aber vielleicht ist es auch gut, dass es mal so im Wahlprogramm drin steht, weil man das tatsächlich eben oft vergisst. Genau, und ja, und ansonsten ist das halt alles so ein bisschen ja, ich weiß auch nicht, also hier in Sachsen gibt es noch die Kopfnoten, also es wird bewertet Ordnung, Mitarbeit, Betragen und Fleiß, und das wollen sie halt komplett abschaffen. Sie wollen auch keine Noten mehr in Ethik, Musik, Kunst und Sport und wollen eher sozusagen so eine Art textuelle Einschätzung, so nach dem Motto, was ist denn eigentlich mit dem Kind los gewesen im vergangenen Schuljahr? So finde ich an sich, also mit der Benotung, das würde ich sofort unterschreiben, also ich finde das auch mehr als sinnlos irgendwie, weil es tatsächlich also da mehr Probleme als Nutzen gibt und eigentlich so ein Druck da eben aufbaut. Ja, und sie wollen eben die Hausaufgaben, also das steht hier auch nochmal, also das ist in diesem Wahlprogramm, das ist so ganz komisch, also auf der einen Seite so hoch und relativ abstrakt und dann eben so ganz konkret, nee, also Hausaufgaben sollen abgeschafft werden. Also das finde ich irgendwie, da steht so was ein bisschen schief, also ja, du hast doch gesagt, die Mitglieder wurden befragt. Du hast doch gesagt, die Mitglieder wurden dazu befragt. Ja. Also wenn Mitglieder befragt werden, kommt das dann schon mal zu solchen Sachen. Auf der einen Seite ist es halt sehr abstrakt, das ist der Teil, der eher in der Wahlzentrale entwickelt wird und dann nur noch abgestimmt wird. Und auf der anderen Seite kommen dann so wirklich konkrete Forderungen mit rein, wie zum Beispiel also Aufklärung Kolonialzeit Deutschlands muss auf den Stundenplan. Also da sieht man auf der einen Seite die Wirkung der Parteibasis und auf der anderen Seite das, was die Partei auf alle Fälle reinhaben will, damit so ungefähr die Parteiidentität nachvollziehbar ist. Naja, also und es ist, also ich finde, also an sich finde ich gut, wenn man mal so was Konkretes da reinschreibt. Auf der anderen Seite zeigt mir, dass, also sie können das ja, also wenn sie das an der Stelle mit diesen Hausaufgaben reinschreiben können, dann hätten sie ja theoretisch da oben auch, wo sie eben über diese inklusive Schule und so weiter, hätten sie ja auch was ausdetaillieren können. Also es scheint ja irgendwie möglich zu sein. Und was, wir reden ja hier über die Linke, was sie eben sehr, sage ich mal, fordert, dass es eben so dieses sozusagen, also miteinander, sie wollen eben Schulsozialarbeiter haben,
flächendeckend einen schulpsychologischen Dienst, der soll ausgebaut werden und eine flächendeckende Versorgung mit WLAN und dann eben Medienpädagogen. Sie schreiben jetzt hier noch was über Deutsch als Zweitsprache, weil wir eben auch durch die Erfahrung von 2015 da, das war halt so problematisch, weil dann plötzlich Kinder da waren, mit denen man in dem Sinne erstmal nichts anfangen konnte. Und dann ist halt die Frage, was mache ich jetzt mit denen? Also und das wollen sie jetzt sozusagen, dass das schon in der Lehrerausbildung sozusagen mit vorkommt, im Sinne von, also es könnte sein, dass, ne, dass die Lehrer vorbereitet sind und dass dann, dass das dann gar nicht mehr zu so einer Irritation halt kommt. Und sie wollen halt so interkulturelle Projekte, was auch immer das nur wieder bedeutet, also fördern. So, also das, ja, das ist das, wo ich sage, naja gut, also es orientiert sich schon so ein bisschen auf die Kinder. Das mit den Hausaufgaben muss ich ehrlich sagen, also meine Kinder haben zumindest in der Grundschule nie Hausaufgaben nach Hause bekommen. Das kommt dort gar nicht vor. Das ist halt eben auch Konzept, finde ich gar nicht so schlecht, weil das hat dann den schönen Effekt, wenn die Kinder zu Hause sind, sind sie zu Hause und werden nicht noch mit Schule, also die Schule ist tatsächlich dann abgeschlossen. Und dann ist eben Freizeit angesagt. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich, also mit den Hausaufgaben, das ist so ein, ich beobachte das bei Bekannten, das ist so ein Problem. Also zum Beispiel in der Grundschule wird da Schreiben beigebracht. Und jetzt hat sich bei unseren, also unsere Kinder sind 6 Jahre auseinander, da hat sich in den 6 Jahren, hat sich das Konzept, wie bringe ich den Kindern Schreiben bei, hat sich verändert. Und jetzt kommst du als Eltern natürlich, weil du sagst, okay, also das funktioniert so, dahin und kannst unter Umständen dann die Kinder noch total verwirren. Und deswegen finde ich es gut mit den Hausaufgaben, dass man das nicht braucht. Also sehr gut. Also das ist mal so was, wo ich sage, okay, passt. Also dass du ja, als Elternteil dann, nicht auch noch die Hausaufgaben mitmachst und dann das Kind völlig aus dem Konzept brichst. Naja, also gerade bei Mathematik, da gab es auch mal so einen Punkt, ging es um schriftliche Multiplikation, glaube ich. Und das habe ich dann halt dem Großen gezeigt, wie wir das halt in der Schule hatten. Und der hat mich dann aufgeklärt, wir hatten das aber anders. So. Und dann bist du natürlich als Eltern, musst du sozusagen dann dir erstmal angucken, wie ist denn das überhaupt und musst da dich dort noch reinbegeben und das nach einem schon 8 Stunden Arbeitstag etc. pp. Also und das ist natürlich eine zeitliche Frage, wo es dann möglicherweise eben auch, sage ich mal, so Verwirrungen eben gibt, ne, die vollkommen unnotwendig sind. Also deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, also dass man sowas macht. Ne? Also ich komme mal zu dem Bildungskonzept der Linken in Brandenburg. Wie gesagt, sie wollen an dem Ausbau zu den Gemeinschaftsschulen festhalten, weil an sich ist das ja kein schlechtes Konzept. Das gemeinsame Lernen in einer Schule, in denen du dann die verschiedenen Abschlüsse praktisch machen kannst, das hatten wir ja in der DDR im Großen und Ganzen auch. Da gab es praktisch diese eine Schule und die Bildung an sich war ja nicht schlecht. Also hast ja nicht lauter dumme Menschen dann aus dem Schulsystem rausgekriegt. Ganz im Gegenteil. Und mittlerweile ist man ja auch so, also das war gar kein so schlechtes Bildungssystem. Also abgesehen von der ideologischen Seite. Und da will die Linke gerne, also dieses Konzept will die Linke gerne auch in Brandenburg umsetzen. Das Problem ist halt föderales Bildungssystem. Und da kommen sie dann immer wieder darauf zurück, was so den Parteien auf Landesebene generell im Weg steht. Und das ist der Bund. Dann schreiben sie nämlich sowas wie, mit einem Bildungsrahmengesetz auf Bundesebene wollen wir mehr Vergleichbarkeit und Standards zwischen den Ländern ermöglichen und ein Ende der gegenseitigen Personalabwerbung erreichen. Also da geht es dann auch um die Lehrerschaft, dass du nicht mehr die Lehrer aus anderen Bundesländern abwerben kannst und so. Aber im Großen und Ganzen ist das Kernproblem für viele Punkte. Und das schreibt die Linke auch öfters mal in diesem Programm. Bestimmte Sachen kannst du als Landesregierung gar nicht verändern. Also wenn es zum Beispiel um Sachen wie Rente geht oder Tarifvereinbarung, Abschaffung der verschiedenen Tarifebenen West und Ost,
Da schreiben sie dann immer, auf Bundesebene wollen wir uns dafür einsetzen, dass, und auf Bundesebene ist die Partei aber in der Opposition einstellig. Und das wissen ja, die Wähler ja auch. Und, aber das steht ihnen dann halt auch im Weg für bestimmte Sachen, die auch richtig wären, wie zum Beispiel diese Gemeinschaftsschule. Das macht nur Sinn, wenn auf Bundesebene tatsächlich alle Länder sich im Großen und Ganzen in diese Richtung bewegen würden. Aber da du Bundesländer hast, die geführt sind von der Union, die ja absolute Verfechter dieses dreigliedrigen Schulsystems sind, ja, wirst du das nie hinbekommen. Also aktuell ist das unmöglich. Ja, und gerade wenn wir jetzt nochmal sozusagen einen kleinen gedanklichen Sprung zur letzten Woche zur CDU machen, die wollen ja eben auch, also es ist ja schon ein Problem, diese gemeinsamen Abituraufgaben irgendwie durchzusetzen, wo ich ja schon, sage ich mal, irgendwie, also für mich ist ja die Frage, worin besteht denn jetzt die Schwierigkeit? Also die, es gibt Länder, die sind viel größer oder andere Länder, die sind viel kleiner, also wo das eben auch funktioniert. Also in der DDR gab es die ganzen Abituraufgaben, ja, also wurde ja alles auch, sage ich mal, zentral gemacht. Gut, da war das doch mal ein bisschen anders organisiert, aber das ist, da sieht man eben, dass diese föderale Struktur eben tatsächlich ja nicht immer gut ist, ne? Also gerade solche Sachen. Und ich kann mich erinnern, dass als ich Abitur dann in Händen gehalten habe, dass es dann immer sozusagen so nach dem Motto, kannst du überhaupt an einer anderen, an der Hochschule, an einem anderen Bundesland, wird das überhaupt so richtig, wie wird denn da das sächsische Abitur akzeptiert werden und solche Sachen, das war da schon. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wenigstens dieser Teil irgendwie einen Haken bekommen könnte durch eben diese zentralen Abiturfragen und so weiter, dass man sich irgendwie auf so eine Art Standard einigt und sagt, so, das ist jetzt das, was wir von einem in Deutschland ausgebildeten Kind am Ende seiner schulischen Laufbahn erwarten. Das kann ja erstmal nicht schlecht sein, ne? Aber die CDU sagt, also wir wollen ja sozusagen Bildungswettbewerb, wo ich mich dann frage, also es ist ja nicht zu erwarten, dass jemand sagt, also ich finde das bayerische Schulsystem so toll, ich ziehe jetzt um nach Bayern, oder sagt, also mir liegt eigentlich das für meine Kinder das Schulsystem in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich noch viel näher. Ich ziehe jetzt also im Bereich der Bildung von Wettbewerb zu sprechen, das ist ja irgendwie, es ist ja hochgradig schwachsinnig eigentlich. Und insofern finde ich das gar nicht so schlecht, dass man da so ein bisschen versucht, das zu vereinigen. Und das Interessante ist ja, wir haben ja über die, sag ich mal, wenn ich sagen, Machtlosigkeit auf Bundesebene der Linken gesprochen. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, durch den Zugang über die Regierungsbeteiligung in Brandenburg und dann eben auch in Thüringen, dass da vielleicht so ein bisschen was möglich ist. Also zumindest sozusagen alles im Sinne von einem Handheben, also wir könnten ja mal darüber nachdenken, ne? Aber ja, ich gebe dir recht, es ist schon schwierig. Also. Und dann die Sache hier sehe ich kritisch. Also sie fordern, wir wollen eine Schule, in der kritische, engagierte, solidarische, mündige Menschen gebildet werden. Woran machst du das fest? Also das Problem ist, was die Linke so ein bisschen immer auch mit der eigenen Geschichte vergisst, das haben sie auch in der DDR unter der PDS so ungefähr gemacht. Ja. Also das war im Großen und Ganzen auch die Forderung. Also unsere Menschen, wir bilden die besseren Menschen aus in der Schule. Naja gut, das ist ja das spielt ja, aber du musst, ja. Also ich sehe schon den Sinn und Zweck davon, in der Schule den Kindern die Möglichkeit zu geben, gut gebildet zu sein und sich selber Wissen anzueignen und eine eigene Meinung zu bilden. Aber, ja. Aber die Idee hierhinter ist ja, dass die Menschen dann tatsächlich die richtige Meinung finden. Naja, also und das sehe ich ein bisschen kritisch. Das muss man sich also nochmal historisch betrachten. Also was heißt denn Schule? Also Schule heißt in dem Sinne auch Erziehung gegen den Willen der Eltern. So und ja, aber gegen deswegen, den Willen der Kinder? Weißt du, die Kinder wissen so, nur noch gar nicht, welche Meinung sie haben können. Genau, und deswegen also das mal sozusagen so zum Hintergrund und
in allen Schulkonzepten kommt da irgendwas mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung und wir wollen diese eben zum Bundes und so weiter. Also das ist ja überall schon, kommt das eben vor. Deswegen haben wir zum Beispiel Ethik und so weiter im Unterricht solche Sachen eben. Und dann sagen sie, und das ist ja, sage ich mal, das von der Linken, das kommt noch, das ist eben die Linke ist eine, sie schreibt von sich selbst, wir sind die Partei des demokratischen Sozialismus. Und zum Sozialismus gehört eben sozusagen in Anführungszeichen der neue Mensch, der eben auf die sozusagen Gemeinsamkeit, Solidarität und solche Sachen sozusagen stehen da halt im Vordergrund. Und das Problem an dieser ganzen Sache ist, also nehmen wir mal an, das würde funktionieren. Also wir hätten jetzt eben diese Menschen, die Welt draußen ist aber nicht so. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, also Politik der kleinen Schritte, also wenn ich jetzt, je mehr Menschen ich solidarisch und so weiter, also sozusagen in diesen ausbilde, umso mehr wird sich das dann irgendwie sozusagen auch draußen außerhalb der Schule verändern. Das ist das eine. Und ja, also das ist halt so, es ist halt tatsächlich echt eine ziemliche Grenze, die schwierig ist zu bestimmen und auch, also auf welcher Seite befinden wir uns eigentlich, weil es gibt halt sozusagen diesen, auch im Grundgesetz, sozusagen Erziehung, also Erziehungsgarantie der Eltern. Und ein Stück weit sind ja diese ganzen, ist ja diese schulische Bildung, die wir gerade haben, greift sozusagen darin ein und sagt, also liebe Eltern, du kannst alles machen, ne? Außer das. Ne? Und dann haben sie eben diesen, also so ein Stückchen Erziehung da auch mit drin. Also das andere Radikale wäre, dass man sagt, okay, also ich stelle, also die Schule wäre eine Eintrichterungsfabrik, wo man tatsächlich, wo jeglicher Kontext irgendwie fehlen würde. Und das kann es am Ende ja auch nicht sein. Ne? Ja, also, Frank, mein Problem dabei ist, wenn eine Partei das so generell in ihr Wahlprogramm schreibt. Weißt du, das ist ungefähr genauso wie bei der AfD. Dass Parteien der Meinung sind, die besseren Menschen durch Bildung hinbekommen zu können. Wobei ich der Meinung bin, das Schulsystem muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich selber weiterbilden zu können, sich selber weiterentwickeln zu können. Es geht nicht nur darum, Wissen in den Kopf reinzupressen, so viel es geht, sondern es geht auch darum, dass die Kinder in der Lage sind, sich selber zu entfalten, weißt du, und sich selber ihre Meinung zu bilden, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen, weißt du? Dass man als Kind in der Schule auch den Freiraum hat dafür. Das finde ich ja richtig und insoweit fordert das die Linke in Brandenburg auch. Nur wenn du in das Wahlprogramm reinschreibst, dass du mit der Bildung einen besseren Menschen schaffen willst, dann ist das genau das, was in der DDR schiefgelaufen ist. Das läuft so generell immer schief, wenn Parteien der Meinung sind, ein bestimmtes Menschenbild zu haben und das über Bildung hinzubekommen. Das funktioniert nicht. Meistens geht das ganz schön heftig nach hinten los, weil die Menschen nicht so sind, wie sich das Parteien gerne in ihrer Ideologie einbilden. Und ich finde, da hat die Linke ein bisschen wenig dazugelernt. Und das ist nicht nur eine Kritik so jetzt an der Linken, sondern das geht genauso gegen die AfD, die das ja ähnlich sieht. Also wir brauchen keinen Genderwahn in der Schule oder bestimmte Sachen gehören nicht in den Lehrplan oder so. Das hat eine Partei nicht zu entscheiden. Das ist meine Meinung. Ja gut, also wie gesagt, also das ist halt eine schwierig zu bestimmende Grenze, wie weit wollen wir das eben machen. Und ich sag mal so, wenn da sich in dem Wahlprogramm was von neuen Menschen und so weiter, das würde ich dann auch ein Stück unter dem, das ist halt Wahlprogramm-Folklore. Also sie schreiben das halt rein, weil das halt sozusagen Sozialismus, neuer Mensch und so weiter, das gehört halt dazu. Aber das ist halt tatsächlich, also deswegen, also Bildungspolitik ist halt auch eben hochgradig streitbar und das weil es dann eben tatsächlich um genau das geht, was du gerade gesagt hast. Es geht ja um sozusagen eben um diese Erziehungsfragen so. Und
das ist halt, das ist schwierig da zu sagen, also inwieweit, und jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn es die Parteien nicht machen, die ja sozusagen, also der Theorie zumindest nach, eben als demokratische und so weiter, Orte der Willensbildung und so weiter, wenn die es nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? Und dann sind wir in der Diskussion drinne, wo es ja tatsächlich interessant wird. Also dann müsste man sich tatsächlich die Frage stellen, na, wenn es eine sozusagen parteipolitisch und so weiter, die damit irgendwelche Ziele verfolgen, sozusagen nicht macht, wer macht es dann? Soll es eine Verwaltung machen, die ja eigentlich dafür noch weniger aus meiner Sicht geeignet ist? Wer macht's denn? Ne? Und sollen es Wissenschaftler machen, die vielleicht, also, und dann ist ja die Frage, welche Wissenschaftler, ne? Und du merkst schon, es ist nicht ganz einfach, das sozusagen dort raus, und ich gebe dir recht, also ich bin immer bei solchen Sachen, wenn so, wie soll ich sagen, also wenn die Gefahr besteht, dass man da, also man kann ja, wenn man jetzt als Partei solche Sachen da reinschreibt, man könnte sich, so wie du es eben auch machst, das unter ganz anderen, sage ich mal, Vorzeichen sich vorstellen und dann sagt man, nee, also so weit, also das muss ja nicht sein. Und dann muss man halt eben auch fragen, wie soll es denn dann gehen? Na, das Problem hierbei auch ist, sie sagen uns dann halt nicht, wie sie den Lehrplan gestalten. Und das ist ja hier der Knackpunkt. Naja. Weil, wenn es um Bildungspolitik geht, steht in diesem Programm immer irgendwas in Richtung Personal und Garantieren von Unterricht und etc. pp. Und wenn so ein Satz drin steht, dann heißt das für mich, es geht Richtung Schulplan. Also es geht konkret darum, was steht auf dem Lehrplan. Und das steht aber nie in den Wahlprogrammen, weil nachvollziehbarerweise die meisten Bürger sich das wahrscheinlich gar nicht durchlesen würden, weil diese Lehrpläne auch unglaublich komplex sind. Das meiste von dem, was auf dem Lehrplan steht, kommt teilweise gar nicht dran. Also schon bei Geschichtsunterricht weiß ich, dass bei mir zum Beispiel vieles hinten runtergefallen ist, was zum Beispiel das Thema DDR angeht, weil du nie die Zeit hast, alles durchzunehmen. Und da geht es ja auch in Richtung dessen, was zum Beispiel bei der Linken in Sachsen draufsteht mit Kolonialisierungszeit. Das geht direkt in den Lehrplan rein. Und wenn mir diese Partei sagt, naja, also wir wollen, dass bestimmte Menschen dann aus dem Schulsystem rauskommen, dann muss sie mir auch sagen, was sie auf den Lehrplan haben will. Weißt du? Und naja, genau. Dann frage ich mich, aber wie genau wollt ihr das machen? Ist das jetzt Sinn und Zweck einer Landesregierung? Lehrpläne, die teilweise ja schon vorher festgelegt werden, die jahrzehntelang sich vielleicht nicht großartig geändert haben aus verschiedensten Gründen. Und in diesem Sinne finde ich das schon gut, dass die Verwaltung das im Großen und Ganzen regelt und dass nicht mit jeder neuen Landesregierung, mit jeder neuen Partei einfach mal der Lehrplan über den Haufen geworfen werden kann. Erstmal, weil das unglaublich kompliziert ist, auch für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern, weil alles über den Haufen geworfen werden kann, was jetzt den Inhalt angeht. Und das heißt keine Verlässlichkeit bei der Ausbildung und bei der schulischen Bildung. Und dann will ich auch nicht, dass, wenn jetzt auf einmal die AfD kommt, der Lehrplan über den Haufen geworfen werden kann. Weil wenn, hier geht's wieder, also in meinen Augen ist das wieder, wenn man die Büchse der Pandora öffnet, dann kriegst du sie halt nicht wieder zu. Und deswegen möchte ich nicht, dass der Lehrplan von heute auf morgen von irgendeiner Partei einfach mal so geändert werden kann. Dass du den Rahmen und die Struktur in der Schule ändern willst, das ist kein Problem. Aber wenn du auf den Lehrplan schreibst, also wir wollen aber nicht, dass die Schüler so und so aussehen am Ende der schulischen Bildung, sondern die sollen so und so und so aussehen, dann sehe ich das schon kritisch, vor allem dann, wenn es eine Partei macht und nicht eine Verwaltung. Weißt du? Weil bei der Verwaltung sind mehrere Leute beteiligt. Und da hat man wenigstens noch die Hoffnung, dass die einigermaßen wissen, wovon die reden. Und dass die bestimmte Interessen gegeneinander ausbalancieren. Ja, wie gesagt, also das ist, also und diese Schwierigkeit, die, von der du jetzt gerade sprichst, die ist aus meiner Sicht eben auch dafür verantwortlich, dass eben die Lehrpläne nur alle 100 Jahre in Anführungszeichen verändert werden, weil es eben immer Diskussionen gibt, also im Sinne von jetzt kommt das noch rein und das fällt dafür weg und das wäre XY wäre eben auch wichtig und das ist halt immer hochgradig, wie soll ich sagen, diskussionswürdig und ja, also
deswegen, ich verstehe schon, also das ist halt schwierig und deswegen muss man da, ja, muss man nicht nur hingucken und es ist halt tatsächlich, also ja, sie bleiben halt so nebulös und das ist halt so das, wo ich mir sage, also wenn sie das umsetzen wollen, dann müssen sie ja auch wissen, was sie da machen und deswegen können sie das ja eigentlich, wenn sie es in den Anhang reinschreiben. Ne? Ja, das Problem ist halt, wenn Parteien nebulös sind, weißt du, der Satz hört sich wirklich gut an, aber ich bin da immer so ein bisschen skeptisch und sie sagen mir nicht wirklich, was meint ihr denn damit und was genau habt ihr vor und dann bin ich immer ganz, ganz besonders vorsichtig. Und deswegen, also das gefällt mir halt nicht, weil sie mir nicht genau sagen, was meint ihr denn damit? Was heißt denn das konkret? Ich weiß, dann in so einem Wahlprogramm können sie es vielleicht nicht so genau aus. Naja, weil es eben so hoch umstritten ist, ja, diese Bildungspolitik, weil es halt immer diese sozusagen Aushandlung, wo endet die Erziehung der Eltern und wo beginnt die Erziehung der Schule, wo ist die Grenze und das ist halt hoch umstritten und deswegen schreibt man sowas eigentlich auch nicht in die Wahlprogramme rein, weil das eben jeder anders sieht und obwohl ich mir das tatsächlich eben wünschen würde, dass man sagt, nee, also wir wollen das schon, also ich möchte es eigentlich von jedem wissen, so nach dem Motto, wenn ihr da dran rumfummeln wollt, die Linke kündigt sie ja schon zumindest ansatzweise an, aber ich möchte dann schon ganz genau wissen, also was da zu passieren, also wie sie sich das so vorstellen, ne? Also weil es ja, eben tatsächlich weil, eben kritisch weil wenn ist. Sie ne? nicht, wenn sie nicht konkret werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abgelehnt wird, viel höher. Oder dass es kritisch gesehen wird. Dann heißt es, also für mich bedeutet das, dann haben sie irgendwas zu verbergen. Weißt du? Naja. Und das eröffnet nicht die Möglichkeit für den mündigen Bürger, den sie ja hier in der Schule ausbilden wollen, der jetzt zu wählen hat, sich dafür zu entscheiden, weil sie behandeln ihn nicht wie einen mündigen Bürger. Ja, und sie das behandeln ist halt, ihn von oben herab, nach dem Motto, wir wissen es besser und in Zukunft läuft das in der Schule halt anders. Aber wir sagen euch jetzt nicht wie, weil ihr seid ja nicht dadurch ausgebildet worden und vielleicht seid ihr dafür nicht so richtig offen. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Ja, wie gesagt, das kann alles eben so möglich sein, also, und meine Vermutung ist eher, dass sie aufgrund der, so wie wir jetzt hier schon sozusagen darum ringen, an welcher Stelle, also wie weit wollen wir das denn eigentlich und so weiter, ja, dass es eben so hochkontrovers ist und wo man sagt, nee, also auf diesem Feld, das wollen wir uns nicht zerreden, zerstören, wie auch immer, da sozusagen aufgrund dieser, aufgrund dieser hochkontroversen Ansichten, die da möglicherweise kursieren, dann wollen wir uns des Landes die Landtagswahl nicht kaputt machen, weißt ja, und ich gebe dir recht, also ich sag mal so, Linke und Bildung, das ist eben sozusagen, das erinnert eben immer wieder an die Zeit der DDR, wo eben tatsächlich sozusagen wir machen einen neuen Menschen, wo das eben Programm war, ne? Also insofern gebe ich dir recht, also das Da stehen sie halt immer unter besonderer Beobachtung, ne? Also das ist halt einfach so. Okay, um das Wahlprogramm hier zum Thema Bildung dann noch abzuschließen. Hm. In Brandenburg wollen sie dann auch nicht mehr so viel Richtung Noten und Leistungsdruck, sondern eher mehr transparente Leistungsbewertung in Form von schriftlicher Bewertung und nicht mit Noten, Kopfnoten etc. Zum Thema Hausaufgaben haben sie hier nichts drin. Auch nicht zum Thema jetzt Kolonialzeit. Also wie gesagt, wirklich alles das, was auch nur im Entferntesten den Lehrplan betrifft, ist jetzt nicht wirklich was drin. Sie schreiben dann im Großen und Ganzen, wir wollen als erste Maßnahme nach der Wahl die vollständige Beitragsbefreiung in Brandenburg für die Kitas umsetzen. Wie sie es finanzieren, sagen sie mir nicht. Aber ich bin der Meinung, dafür muss ja auch Geld da sein. Also Ja. Mehr gut und qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher einstellen, von Hort bis zu Kita. Also das Thema Begegnungsstätte als, also so eine Begegnungsstätte für Eltern und Kinder gibt es hier leider nicht. Kostenfreies Schulessen für alle Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja.
Was das Thema Lehrermangel angeht, schreiben sie, Seiteneinsteiger besser als bisher auf die Herausforderungen Schule vorbereiten. Also Lehrermangel mit Seiteneinsteigern begegnen und die besser ausbilden. Und ja, gemeinsam mit den Kommunen ein Anreizsystem entwickeln, um junge Lehrer bzw. Studierende durch vielfältige Unterstützung bei der Ansiedlung für den ländlichen Raum zu gewinnen. Also da haben wir wieder das Problem Landlehrer. Und da wollen die Linken halt die Kommunen unterstützen, dass die Lehrer auch in der Fläche dann bleiben. Na, darüber sagen sie hier gar nichts. Also in Sachsen ist ihnen das, also darüber sagen sie halt einfach nichts. Na, das Problem ist halt die strukturelle Gegebenheit des ländlichen Raums, weißt du? Also was hat man da als junger Mensch, als Mitte 20-jähriger Lehrer schon groß zu erleben, weißt du? Ja. Und ich weiß nicht, also sie sagen mir halt nicht, wie sie dieses Problem dann lösen wollen. Natürlich an anderen Stellen in dem Wahlprogramm flächendeckende Breitbandausbau etc. pp. Und Ansiedlung von Unternehmen und Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, sodass die Struktur im ländlichen Raum sich wieder erholt und weiterentwickelt und so. In diesem Sinne hängt das wahrscheinlich zusammen. Aber bin da skeptisch, ob das klappt. Aber auf der anderen Seite, was die strukturelle Entwicklung angeht, haben sie wenigstens den Anschein von einem Plan im Vergleich zur CDU, die ja dazu gar nichts zu sagen hatte. Ja, das kommt vielleicht auch, weil sie in der Regierung aktuell sind und sozusagen aus dieser Tatsache heraus eben auch so nach dem Motto, wir sind eine Regierung und müssen uns auch so ein bisschen als Regierung dazu äußern, also sozusagen als Regierungsteilnehmer. Und ich glaube, in Brandenburg ist es ja allein schon aufgrund der Bevölkerungsdichte, sag ich mal, relevanter als in Sachsen. Ne? Also in Brandenburg sind es, glaube ich, 80 Einwohner pro Quadratkilometer, in Sachsen sind es ein paar mehr. Aber hier, also genau, also mit diesen Quereinsteigern und so weiter, das ist ja, deswegen hat man so ein bisschen so diesen Notausgang Lehrerverbeamtung so gewählt, um sozusagen die Menschen dort aufgrund einfach zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt dort, Punkt. Ja, also da hat man, als wenn die Leute beamtet sind, hat man ja nochmal andere Durchgriffsmöglichkeiten, als wenn es Angestellte sind. Der Angestellte sagt dann also, dann arbeite ich jetzt eben an einer freien Schule oder wie auch immer, wenn ich, ne? Also es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, währenddessen bei den Beamten, da ist es ja sozusagen nochmal mit ganz anderen Folgen dann behaftet. Ja, ist ein bisschen schwieriger dann. Naja, da, also gibt's, ist schon, ja, also wie gesagt, also hier in Sachsen sagen sie über dieses Thema nichts. Also, naja, also zumindest nicht in diesem Bildungsbereich hier. Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen in Richtung Hochschule und Berufsausbildung. Also Hochschule, das ist interessant, also da wollen sie eben also alles noch unter der großen Überschrift demografischer Wandel. Also sie wollen eben auch sagen, also auch wenn du kein Abitur hast, kannst du an der Hochschule studieren. Du musst halt so ein bisschen Eingangsprüfung machen und so weiter, dann kannst du trotzdem dahin. Und sie wollen bei der Berufsausbildung so eine Art Grundsicherung mit einführen. Im Übrigen auch für die, also sie nennt das hier bei den Studenten Grundsicherung für Studierende. Und zwar so Pi mal Daumen 1000 Euro. Also es gibt ja diesen, wie heißt denn das? Das Existenzminimum oder sowas, da gibt es einen speziellen Begriff dafür, und das ist genau dieser Betrag. Und sie wollen dann noch zusätzlich ein kostenfreies Mobilitätsticket für alle auszubilden, also auch für die Studenten mit, so dass man sich sozusagen im gesamten Freistaat frei bewegen kann. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich daran denke, was es bei uns immer für ein Theater mit diesem blöden Semesterticket gab. Also finde ich gar nicht so schlecht. Das
ist man dann immer, musste man immer gucken, wie weit gilt das noch und so weiter. Und so sagt man, nee, komm, also das ist hier schon alles erledigt und du kannst dich einfach, in Anführungszeichen, frei bewegen. Aber hier eben tatsächlich, also das sind, da gebe ich dir recht, es sind so Forderungen. Und jetzt hätte ich aber ganz gerne gewusst, wie soll es denn bezahlt werden? Also, ne, also Sachsen bestreitet einen nicht unerheblichen Teil seines Haushalts aus Zuweisungen durch den Länderfinanzausgleich. Ne? Ja, wie Brandenburg. Genau, also da bin ich schon mal sehr gespannt. Also wenn man das jetzt sowas macht, da habe ich sofort den Ministerpräsidenten Söder im Ohr, der dann eben sozusagen da dann rüberruft, so nach dem Motto, damit ihr euren Studenten dort ein Leben, ne, in Saus und Braus, deswegen müssen wir hier so viel sozusagen in den Länderfinanzausgleich sozusagen und wir können es halt uns als Bayern nicht mehr leisten, genau sowas zu machen und so weiter. Ne? Also deswegen die Frage nach der Finanzierbarkeit. Aber das ist halt generell in diesen ganzen Sachen, in diesen Wahlprogrammen, egal welches man nur aufschlägt, dass das halt so schlecht dargestellt ist, so im Sinne von, also wir wissen, das kostet Summe X, Pi mal Daumen, ne? Und wir nehmen es daher, dass dann jeder weiß, alles klar, dafür wird halt, was weiß ich, eine Steuer erhöht oder wir, dafür fällt irgendwas anderes hinten runter und so weiter und so fort. Also das finde ich halt schade, dass sowas nicht vorkommt, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber die Linke geht ja davon aus, es ist ja genug Geld da. Und sie haben ja recht, es ist jede Menge Geld da für solche Sachen. Ja, aber dann hätte ich ja das gerne eben auch gelesen, ne? Also genau das hätte ich dann eben auch. Ja, aber das Problem für die Linke auf der Landesebene, wie für fast jede Partei ist, die kriegen halt eine Zuweisung vom Bund. So. Und auf Bundesebene ist jede Menge Kohle da. Und auf Landesebene gibt es reichlich wenig Möglichkeiten, noch zusätzliche finanzielle Mittel zu generieren. Ja. Weswegen sie das ja gar nicht reinschreiben können. Und dann kommt das Problem hinzu, dass du, wie in Brandenburg zum Beispiel, diese Verfassungsänderung hattest, die dazu führt, dass du einen ausgeglichenen Haushalt haben musst. Also schwarze Null ist verfassungskonform, auch auf Landesebene in die Landesverfassung eingeflossen. Das wird alles ein bisschen ignoriert, weißt du? Ich verstehe den Sinn und Zweck schon, dass die Linke meint, also wir haben ja genug Geld. Nur das Problem ist, das Geld ist auf Bundesebene. Und der Bund gibt uns halt nicht mehr. Und wenn erstmal die Zuweisungen unter anderem aus dem EU-Topf wegfallen und da stehen in den nächsten Jahren aus dem Haushalt der Europäischen Union für Brandenburg auch erhebliche Einschnitte an, dann musst du dieses Loch erstmal stopfen. Weißt du? Ja. Dann haben wir hier so eine Kleinigkeit wie den BER, der ja vor sich hin marodiert und der auch ein riesiges Loch in den Haushalt reißt. Und du weißt als Bürger, ja, die Forderungen sind alle richtig. Und ja, eigentlich sind da Milliarden und ob Milliarden da. Und warum du eigentlich nicht für 365 Euro kostenfrei öffentliche Verkehrsmittel nutzen kannst, ist eigentlich totales Rätsel. Aber sie erklären es dir halt nicht, wie sie das umsetzen wollen gegen den Bund, der momentan von der CDU geführt wird. Das ist eigentlich schade. Der Zugang zu der Hochschule hier zum Beispiel in Brandenburg, das steht schon gar nicht mehr in dem Wahlprogramm großartig drin, weil das vereinfacht wurde. Also du hast die Möglichkeit. Ah, die haben es schon gemacht. Es ist halt einfach, du musst nicht zwangsweise Abitur haben, du musst bestimmte Voraussetzungen mitbringen, aber du kannst studieren. Dann gibt es keine großartigen Hochschulgebühren. Also das Gleiche, was ich hatte, gibt es jetzt immer noch, zum Beispiel Universität Potsdam. Da gibt es diese Rückmeldegebühr für 50 Euro, das will die Linke auch abschaffen. Das hat das Landesverfassungsgericht gesagt, ist ja so und so verfassungskonform, weswegen die Hochschulen teilweise ziemlich viel Geld zurückzahlen mussten. Alles, was du hier hast, ist so ein Semesterticket, das du tatsächlich bezahlen musst. Da bezahlst du, glaube ich, in Brandenburg 300 Euro für. Und dann kannst du den ganzen öffentlichen Verkehrsmittel für 6 Monate Berlin und Brandenburg nutzen. Ah, okay. Und in dem Sinne sehe ich das nicht als Studiengebühr,
sondern als, ja, das will ich auch als einfacher Bürger haben, Gebühr. Ja, ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Also zu meiner Zeit, also vor Pi mal Daumen, nehmen wir mal an, das wären 10 Jahre gewesen, da war es tatsächlich so, dass man, da hat das Semesterticket, ich glaube, 150 Euro gekostet und war auch irgendwie, man konnte, glaube ich, nicht ganz Sachsen damit bereisen. Und es gab jedes Mal wieder Diskussionen, weil es halt einige gab, die das überhaupt nicht benutzt haben und die sagten, also warum muss ich das jetzt und so weiter. Und auf der anderen Seite hat das Studentenwerk als sozusagen organisierende Einheit war immer daran interessiert, dass möglichst viele das an dem damit eben sozusagen das Semesterticket günstig ist. Ne? Ja, natürlich, und, bist ja voll interessiert. Und, aber das hat man, also da weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt aktuell ist. Also ich vermute mal, da wird sich an der ganzen Sache wird sich nicht großartig was geändert haben. Also der Vorteil ist halt an dem Semesterticket in Brandenburg, dass du Berlin und Brandenburg hast. Bist du Student in Berlin, also, kriegst du nur das Ticket für Berlin. Und deswegen fand ich das immer richtig geil als Brandenburger. Vor allem, weil der preisliche Unterschied zwischen dem Semesterticket in Berlin und dem in Brandenburg jetzt nicht so großartig war. Dann hast du vielleicht noch 50 Euro draufgelegt und dann hattest du Brandenburg-Berlin-weit Semesterticket. Also, Ja, und gerade als Student, also ich meine, wo es tatsächlich so ein bisschen, du hast noch keine Familie, du bist eigentlich wirklich frei und sollst das eben auch nutzen und das, ja, also wie gesagt, also die Linke hier eben, die wollen dieses ganze Thema Mobilität also möglichst sozusagen durchs Land abgehakt sehen, also auch Schüler soll gar nicht mehr irgendwie vorkommen, dass man da irgendwie noch kompliziert was bezahlen muss oder sowas, sondern das ist einfach zack erledigt und damit auch jeglichem Streit sozusagen entzogen und die Frage ist halt nur, A, was kostet der Spaß und B, wer zahlt? Also wer zahlt, das haben sie beantwortet, das Land soll es zahlen, aber was kostet es und so weiter, das sagen sie eben nicht, aber gut. Ja, das ist so die generelle Schwäche, diese Gegenüberstellung von Finanzierbarkeit, wo dir dann immer das Argument kommt, naja, wir haben ja so viel Geld, also das dürfte ja kein Problem sein. Ja, aber selbst wenn das... Hätte ich mir ja gewünscht, dass man sagt, okay, pass mal auf, also mein Gott, für die Summe X, da nehmen wir halt neue Schulden auf und das ist uns wert und ist ja auch vollkommen in Ordnung, also wenn man sowas reinschreibt, ne? Also, und ich meine, die Linke, die ich sag mir dann immer, wenn ich weiß, dass ich es durchsetzen will, dann kann ich doch auch wissen, wie ich es durchsetzen will. Und spätestens, wenn es tatsächlich, also wenn man das, nehmen wir mal an, in einen Antrag im Parlament einbringt und so weiter, da muss man ja dann irgendwie sagen, also wie soll es gehen? Ne? Also, naja. Da fehlt ihnen ein bisschen der Mut, weil sie Angst haben vor dem politischen Gegner. Und weil sie Angst haben vor den anderen Bundesländern und vor der Bundesregierung, also beziehungsweise der Bundesebene. Ja, das kann man vermuten und das ist natürlich, es ist halt so eine Überlagerung von auch von Wahlkampf, ne, weil das natürlich dann sofort so nach dem Motto hier die Schulden machen und so weiter, das kann ich schon alles verstehen, ne, also aber auf der anderen Seite der Ärger wird sowieso kommen, ne, also wenn man es tatsächlich ernst meint und das unterstelle ich jetzt mal hier, ne. Ja, aber wenn du dann gewählt bist, machst du dir ja als Partei darüber keine Gedanken. Dann kannst du es ja durchziehen. Du willst halt den Konflikt nicht vorher haben, was ich ein bisschen Ja, genau. Also das und das finde ich halt ganz generell. Ich sag mal so, wenn das die SPD macht, dann ist es ja, wie soll ich sagen, da gehört das so ein bisschen zum Erwartungshorizont. Bei der CDU genauso, ne? Aber bei der Linken, wo man schon, also die ja auch sagen, also wir machen das ja alles ein bisschen anders und ein bisschen sozusagen, wir wollen Transparenz und wir sind eben die Partei, die solche Sachen also sozusagen nach vorne trägt, hätte ich mir es eigentlich schon ein bisschen anders gewünscht, dass man genauer sagt, nee, also wir sind ehrlich und wir sagen euch das vorher, wie wir das machen wollen. Wir können sogar sagen, dass man nicht wissen, wo was hernehmen. Das kann ja auch sein, ne? Dass man schlicht und ergreifend keine Idee hat, ne? Aber das hätte ich mir schon an der Stelle so
so gewünscht. Ne? Also noch dazu war eben das Programm, das heißt ja Fortschritt und Zusammenhalt, und ich hätte ja ganz gerne gewusst, mit welchen Positionen und so weiter ich da zusammenhalten soll. Ne? Also mal so ganz sozusagen, also wie soll es gehen? Aber ja, es ist halt, man muss vielleicht auch dem in Rechnung stellen, das ist halt ein Programm einer Partei, die vielleicht auch erwartet, nur in der Opposition zu sein, muss man mal gucken. Also, naja. Genau, soweit zur Bildung. Oder willst du noch was, hast du noch Ergänzungen? Nee, ich bin fertig mit der Bildung. Ja, aber wie gesagt, also, ja. Was gibt es denn zum Inneren? Wollen wir zum Inneren rüberhüpfen? Ja, hüpfen wir zum Inneren. Du zuerst wieder. Ich zuerst, also hier, also in dem Wahlprogramm, also gibt es jetzt, also ja, in dem Wahlprogramm gibt es nicht so einen Punkt, im Übrigen Innenpolitik, sondern hier ist es so ein bisschen zerhackt in verschiedene Kapitel, möchte ich mal sagen. Also sie haben ein Thema ist sozusagen, also sie schreiben das hier, Demokratie, mitbestimmte Politik, Netzpolitik und Verwaltung, also so heißt das Kapitel. Und da geht es eben ganz viel um demokratische Strukturen und so weiter und so fort. Und da kommt eben auch unter anderem, sie nennen das hier Demokratisierung der Demokratie. Also sie sind, wenn wir uns jetzt nochmal den Sachsen-Monitor vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, da steht da unter anderem auch drin, dass es eine hohe Identifikation der Bürger mit den, also wo sie sagen, also wo möchten wir gerne mitreden und wo fühlen wir uns wohl, das ist eben sozusagen nah am Bürger, also sozusagen dieses Kommunalpolitische und so weiter. Und jetzt wollen sie das eben, sozusagen auf der Landesebene wiederholen. Und sie schreiben eben hier, also mehr direkte Demokratie und Mitbestimmung durch Volksentscheide und Absenkung des Quorums auf 5% der Wahlbeteiligung zur letzten Landtagswahl. Liest sich irgendwie komisch und irgendwie, und das ist wieder so, und ich glaube, das ist immer wieder an dem Punkt, wo ich sage, naja, also das ist wieder so, am Ende von irgendwas wird dann sozusagen jemand rangeholt. Und das wird, man kann über etwas Vorgedachtes schon entscheiden, ohne dass man sich als sächsische Teilgesellschaft, sage ich mal, zusammensetzt und sagt, naja, Moment, also wie denken wir denn überhaupt über das Thema Klimawandel? Wie denken wir über das Thema Lehrplan zum Beispiel? Wie denken wir über das Thema XYZ? So. Und sie versuchen jetzt das so ein bisschen drumherum zu bauen, um diese parlamentarische repräsentative Demokratie, indem sie eben solche Sachen ja da versuchen dran zu basteln. Ne? Also indem sie sagen, naja gut, also wir haben jetzt schon einen Volksentscheid und da wollen wir jetzt bloß die Hürden ein bisschen absenken, aber das löst ja das Problem des Volksentscheids nicht. Ne? Und sie wollen eben auch, dass mit diesem, jetzt steht eben hier Reform des Petitionsrechts, aber irgendwie ja, was heißt denn das jetzt konkret? Ne? Also ja, ist mir so viel Nebel hier in dem kurzen Absatz. Und dann eben ganz wichtig scheint dann eben Online-Tool, wo ich mir sage, na ja, also mir fehlt so echt konkret und das wirklich, also Revolutionäre. Ne? Also es ist nur irgendwie so rumbasteln an etwas Vorhandenem, wo ich sage, ja, wenn das Vorhandene in irgendeiner Art und Weise schon bestimmte Probleme lösen würde, dann müssten wir heute nicht mehr drüber reden. Ne? Also ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach zur Bürgerbeteiligung an sich, also sozusagen auf kommunaler Ebene, da fällt ihnen eben ein, also wir machen so ein bisschen Bürgerhaushalt, ne? Und Beschwerdestellen. So, also um sozusagen so die, ja, und da sage ich mir, mein Gott, also hätte ich mir ein bisschen was Besseres gewünscht. Ja, und ansonsten so ein bisschen Demonstrationsrecht und so weiter, also hat den Hintergrund, dass hier in Sachsen die also sozusagen linke Demonstrationen sehr gerne, also verfassungsschutzmäßig verunglimpft werden.
Also eben, also aus einer normalen, schon, also aus einer normalen, nicht rechten Demonstration wird im Verfassungsschutz eine linksextremistische Veranstaltung. Und es ist auch teilweise schon vorgekommen, dass eben solche Demonstrationen dann eben mit Funkzellenabfrage und so weiter und so fort dann eben, sage ich mal, dort aufgearbeitet werden, wo man sagt, naja, also ehrlich, das muss ja nicht sein. Also im Grunde, ja, also so über die Demokratisierung hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und nicht nur so, ja, unzureichend eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht zu Ende gedacht, aber wer weiß warum. Aber ich stelle fest, da gibt es doch erhebliche Ähnlichkeiten zwischen der Linken in Sachsen und der Linken in Brandenburg im Vergleich zu der CDU in Sachsen und Brandenburg. Da sind sie bei mir auch im Wahlprogramm 2019 ein bisschen schwammig, sagen wir es mal so. Also die Linke sagt, wir wollen und werden die direkte Demokratie in Brandenburg weiter stärken. Auf allen Ebenen unseres Landes hat die Bevölkerungsgruppe sich, also hat die Bevölkerung sich mit einzubringen und die Möglichkeit muss ihnen gegeben werden. Im Rahmen von politischen Entscheidungen müssen sowohl die Meinungen der Mehrheit als auch die Bedürfnisse von Minderheiten abgewogen werden. Nur so kann der Zusammenhalt unseres Landes auf Dauer gesichert werden. Dafür setzen wir uns im täglichen Gespräch mit den Brandenburgerinnen und Brandenburgern ein. So, wir wollen. Und hier werden sie wirklich mal konkret. Das Sammeln von Unterschriften für Volksbegehren auf der Straße. Also das ist ja bisher nicht möglich. Es gibt Listen, die werden ausgelegt. Ach, du musst da richtig ins Rathaus gehen oder wo? Ja, ja. Ah, okay. Und also richtig ins Rathaus gehen. Die letzte Unterschriftensammlung bzw. Volksbegehren, an dem ich teilgenommen habe, da gab es dann in der Verwaltung Listen, da konntest du dich eintragen, aber du darfst das halt nicht auf der Straße, also du kannst nicht jetzt zum Wochenmarkt gehen und XY ansprechen und sagen, hier unterschreiben Sie mal, sondern du musst das schon im geschlossenen Gebäude sozusagen machen oder du musst, wie gesagt, zur Verwaltung gehen. Und das wollen sie halt ändern. Ich weiß nicht genau. Also ich finde es an sich nicht schlecht. Du kannst ja dann in der jeweiligen Verwaltung nachprüfen, sind das Leute, die hier wohnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer nachprüfbar, ob die Person, die das unterschrieben hat, auch die Person ist. Weißt du? Also diese Nachvollziehbarkeit der Unterschrift und die Identifikation. Ja, da es besteht theoretisch die Möglichkeit auf jede Menge Schweinereien. Weißt du? Ja, also da sind sie in Sachsen schon ein bisschen weiter, weil sie schreiben in ihrem Wahlprogramm Digitalisierung bei der Sammlung von Unterschriften. Also das geht so ein bisschen darauf zurück. Also wir haben ja in den modernen Personalausweisen haben wir diese E-Perso-Funktion. Genau, also könnte man sich ja darüber das klären, so nach dem Motto, zumindest der Ausweisinhaber, den gibt's, ja. Mhm. Und das andere ist natürlich, dass man, wenn man das in die Hände der Verwaltung gibt, dann ist man ja sofort dran gebunden an Öffnungszeiten und so weiter. Und ich erinnere mich, es gab ja dieses Bienendingenskirchen, dieses Bienenbegehren in Bayern. Genau, Artenvielfalt, genau, das war's. Und da war es tatsächlich ein Problem. Also was ist ein Problem? Also da war das tatsächlich sozusagen Arbeitszeit und Öffnungszeit der Behörden, wo man das eben unterschreiben konnte, in Einklang zu bringen. Ja, also nur mal ein Beispiel. Mein Rathaus hat offen dienstags und donnerstags. Ich glaube von 8 bis 12 und dienstags dann nochmal von 13 bis 18 Uhr. Möglichkeiten anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, aber also was jetzt das tatsächliche Hingehen und das Rathaus ist offen angeht, wird schon ein bisschen kompliziert. Ja,
Also alles nach 12 ist fast unmöglich unter der Woche. Es gibt praktisch nur diesen einen Dienstag. Und wenn man sich überlegt, dass viele Menschen Pendler sind, die unter der Woche meistens auch mehr als bis 18 Uhr arbeiten und wenn sie dann fertig sind, viel zu spät wieder zurück sind, in der Heimat sozusagen, dann ist die Teilnahme an solchen Umfragen, Volksbegehren unmöglich. Also du musst dir frei nehmen, um eine Unterschrift zu leisten. Und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Demokratie sein. Naja, genau. Also das, wie gesagt, also da gibt's Hürden. Jetzt muss ich mal komisch fragen, gibt es in Brandenburg eigentlich ein Informationsfreiheitsgesetz? Weißt du das? Warte mal. Ich glaube, ja. Weil in Sachsen gibt's nämlich keins. Und das wollen sie auch ändern. Mal gucken. Also, wir haben ein Akteneinsichts- und Informationsgesetz. Ah, okay. Dann AIG vom 8. Mai 2018. Ah, dann gibt es bei euch, also, Das wurde zuletzt am 8. Mai 2018 geändert. Das Gesetz an sich ist vom 10. März 1998. Der Landtag hat Folgendes beschlossen: Akteneinsicht und so weiter und so fort. Also Transparenzgesetz gibt's, Akteneinsichtsgesetz, Informationsgesetz. Ja. Das gibt es seit 1998. Ah, okay. Das war im Übrigen ein Wahlversprechen der SPD von 2014. Es steht sogar im Koalitionsvertrag, aber es ist nicht dazu gekommen. Also das hat die CDU durch Tatenlosigkeit erfolgreich abgewehrt. Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage: Wie kann es kein Akteneinsichtsgesetz und Informationsgesetz geben? Also das gehört für mich als Verwaltung zum Standard, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf Akteneinsicht haben. Nee. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen bürokratisch aufwendig. Ja, aber wir hatten, das müssen wir nochmal, die letzte Woche doch nochmal zurückspringen, so ein bisschen. Wir hatten ja, oder ich hatte berichtet, dass die CDU, also sozusagen, sie hat hier so ein bisschen so die Funktion, ich mache das schon, ne? Und zu diesem, ich mache das schon, gehört eben auch, also der Satz geht ja für die CDU weiter, ich mache das schon richtig. Und insofern braucht es das auch nicht. Und es gibt tatsächlich, also diese Probleme, so an Zahlen ranzukommen und so weiter, das ist halt tatsächlich, also es gibt so eine gewisse Notwehr des Bürgers. Die Linke macht das manchmal. Und ich weiß auch von den Grünen, dass es da unter Umständen funktionieren kann. Da gehst du also zu deinem Abgeordneten hin und sagst ihm, frag doch mal bitte Folgendes. Und dann im Rahmen von einer kleinen Anfrage oder sowas kann man da, also, und dann wird das ja sowieso veröffentlicht und so weiter. Also kann man, also sozusagen über diesen Umweg. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass jetzt die Hürde, also erstens mal finde ich das ein Ding der Unmöglichkeit, dass du zu deinem Abgeordneten hingehen musst, und um da irgendwie was in Erfahrung zu bringen. Und zweitens ist es halt tatsächlich, also wenn man sich das jetzt mal aktuell nutzen, das wahrscheinlich dann eben, also man ist wieder so an Bekanntheit und so weiter gebunden. Und das andere ist eben, wenn man sich das jetzt im großen Maßstab vorstellen würde, also das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen sollte es eigentlich auch tatsächlich so ein Informationsfreiheitsgesetz geben. Aber die CDU hat eben gesagt, also, und wie gesagt, also noch, und die SPD, also da ist mir zumindest nichts bekannt, dass es da irgendwie Aktivitäten in die Richtung gegeben hat. Also ernsthafte Aktivitäten im Sinne von, also wir haben uns das hier vorgenommen und nehmt euch mal selber bitte ernst von der CDU. Wir machen das jetzt, ne? Und bei der Linken steht es halt, ich will nicht sagen schon seit immer, aber schon dieses ganze transparente Arbeit der Verwaltung und sozusagen Kontrolle durch den Bürger, Informationsfreiheit eigentlich schon. Noch dazu, weil es in anderen Bundesländern das auch gibt. Und die Linke geht hier sogar noch einen Schritt weiter und sagt und schreibt eben nicht nur was von, nur wenn der Bürger fragt, soll der Antwort geben, sondern auch von euch selbst eben eine Art Transparenzpflicht, ohne dass die jetzt nochmal näher ausgeführt ist, soll es halt hier geben. Ne? Also nur um das nochmal aufzuklären, warum ich so verwirrt war, ob es ein Akteneinsichts- oder Informationsgesetz gibt. Also ich kenne das halt nicht anders. Also natürlich hast du als Bürger das Recht, zur Verwaltung hinzugehen und vor allem deine eigenen Sachen nachzufragen, und die haben dir das auch vorzulegen. Deswegen dachte ich,
wieso sollte es das jetzt nicht geben? Habe ich irgendwas verpasst? Ich hatte auch schon viele Anträge von Bürgerinnen und Bürgern jetzt bezüglich ihrer eigenen Steuerakten zum Beispiel, dass sie sie einsehen wollen. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, die die Bürger nicht zu Gesicht bekommen, was jetzt den internen Ablauf angeht. Also als Verwaltung hast du auch die Möglichkeit, bestimmte Sachen nicht zu zeigen, weil die halt nur für den Dienstgebrauch sind. Ja. Naja, also in Sachsen hast du eben nur die Möglichkeit über dieses, es gibt ja dieses Umweltinformationsgesetz auf Bundesebene. Ja. Und wenn es dir gelingt, einen sozusagen Bezug da auch irgendwie herzustellen, dann kannst du sozusagen darüber, über diesen Weg etwas erreichen, aber ansonsten ist es im Grunde genommen ausgeschlossen, dass du da, ja, also das ist tatsächlich guter Wille und das, ja, genau. Was ich nochmal interessant finde, was Sie hier schreiben unter dem Thema Politik und Verwaltung, was ja zum Inneren mit dazugehört. Also Sie wollen, es die Linke fordert jetzt einen rechtzeitig abzuschließenden Demokratie-Tarifvertrag, wo ich sage, ja, also ist ja gut, dass es mal sagt, aber es kommt ja tatsächlich eigentlich schon zu spät. Ne? Also wir sind ja schon mittendrin hier. Ne? Also in Sachsen ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung 3 Jahre höher als im Bundesdurchschnitt. In Brandenburg wahrscheinlich nicht anders. Und sie wollen eben, also das ist halt hier so ein bisschen so dieser Spagat wird hier angekündigt, aber es wird nicht gesagt, wie er tatsächlich, sie wollen auf der anderen Seite das Ruhestandalter für die Beamten und Beamten wieder zurückholen. Also von 67 auf 65. Und wie die Lücke gefüllt werden soll, schreiben sie eben auch nicht. Ne? Das ist halt, es ist halt alles irgendwie, ja, finde ich schade. Und ansonsten ist halt wirklich nicht, es geht halt viel so ein bisschen so um Kommune, Selbstverwaltung und so weiter, was ich eben auch wieder unter dem Blickwinkel der Demografie so nach dem Motto, der Staat kann für euch nichts tun, weil ihm schlicht und ergreifend wie überall die Leute fehlen, macht's doch selber. Ne? Und dann eben auch sozusagen als unter dem Punkt Selbstbestimmung. Ne? Also macht, wie ihr das für richtig haltet. Ja, also in dem Punkt auch hier in Brandenburg viel läuft hier über Ehrenamt, schreibt die Linke, und das muss gefördert werden. Auch finanzielle Unterstützung von Kommunen bei dem Einbringen in die Kommunalpolitik. Sie wollen das weiterhin fördern. Die Beteiligung von Jugendlichen auf allen politischen Ebenen, auch Ausweiten des Wahlrechts etc. Aber das ist eher so eine Sache, dass die Parteien selber machen, auch wenn sie kommunalpolitisch jetzt irgendwo sitzen, dass sie versuchen, jetzt gerade Jugendliche und Schüler in irgendeiner Art und Weise über Beirat oder Jugendparlament dazu zu bringen, sich auch kommunalpolitisch einzubringen. Wobei das durchwachsenen Erfolg hat. Das hängt immer von den einzelnen Personen ab, ob das wirklich sich verfestigt oder nicht. Weil ja, momentan ist ja die ganze Energie von Schülerinnen und Schülern hauptsächlich auch bei Fridays for Future gebunden, also wenn sie aktiv sind. Und kommunalpolitisch ist ja dann immer, ach, da passiert ja eh nichts und so. Wobei ich immer sage, na, geht doch mal hin und fragt doch mal nach, was macht denn eure Kommune, eure Stadt direkt, um sich mit dem Klimawandel zum Beispiel zu beschäftigen. Man könnte die Kommune ja darum bitten, eine Elektroenergie-Auto-Ladestation irgendwie aufzubauen oder so. Ja. Also solche Sachen kann die Kommune tatsächlich machen und das könnten die Schülerinnen und Schüler auch jeweils im Stadtverordnetenparlament oder auch auf Kreisebene nachfragen, wie denn da so die Planung aussieht. Aber ich werde mal sehen, vielleicht nach der Sommerpause, wenn es jetzt wieder auf Kreisebene so richtig losgeht, habe ich mir vorgenommen, öfters mal hinzufahren. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen Schüler da. Das würde ich sehr begrüßen. Ja, das wäre mal interessant, also wie das dort funktioniert. Also was da überhaupt, also ich muss ehrlich sagen, mit solchen Sachen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber es ist trotzdem mal interessant zu wissen. Wir sind jetzt gerade bei der Innenpolitik. Gibt es irgendwas in Richtung so Polizei oder sowas? Also das fand ich
auf der einen Seite überraschend, aber auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, weil es ja die Linke ist. Also ich habe geguckt und geguckt und geguckt, wo kommt denn jetzt endlich mal das Thema innere Sicherheit? Weil das war ja jetzt eins der Sachen, die vor allem auch bei der SPD und bei der CDU ganz oben stand. Bei der Linken in Brandenburg steht das unter der Überschrift Freiheit und Sicherheit starke Bürgerrechte verpflichten. Naja, also. Also so ähnlich. Dann geht es dann auch so in Richtung, wir müssen garantieren, dass die Gerichte vor allem, also geht es hauptsächlich in Richtung Justiz, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht ewig lange auf ihre Entscheidungen warten. Es geht darum, dass zum Beispiel Schwarzfahrer nicht mehr vor Gericht kommen, sondern dass das eine Ordnungswidrigkeit ist. Ja, das geht. Das ganze Justiz- und Sicherheitssystem darauf auslegen, dass es eher so in Richtung Rehabilitation gibt, so wenig Gefängnisstrafen oder harte Strafen wie möglich. Und dann auch, wenn du im Gefängnis sitzt, dass die Insassen eine Weiterbildung bekommen, eine Ausbildung bekommen, also so generell auch da Richtung Bildung und soziale Integration. Ein Umdenken in der Drogenpolitik will die Linke hier in Brandenburg, also kein hartes Bestrafen mehr vom Besitz von Marihuana, vor allem in geringeren Mengen. Wobei ich glaube, dass die Polizei das wirklich eher als Bagatelle ansieht und sich damit in Brandenburg so gut wie gar nicht beschäftigt. Das Hauptproblem ist hier Crystal Meth und das ist ein erhebliches Problem. Wo kommt das eigentlich bei euch hier? Also naja, hier in Sachsen aus dem Süden. Aus dem Süden. Ah, okay. Also das von euch. Das ist, ja genau, also hier ist es also mehr oder weniger, also es ist mehr oder weniger bekannt, also tatsächlich, also sozusagen im Norden Tschechiens, also in Böhmen, da gibt es viele so leerstehende Gebäude und eben auch Dörfer, wo nichts ist. Und da wird das Zeug eben hergestellt und dann in so einer Art Ameisenstraße aus dem Süden sozusagen immer dann Leipzig und dann weiter in den Norden durchtransportiert. Ja, von der Route kriegen wir das Zeug auch rein. Naja, wahrscheinlich dann in Richtung Berlin, genau. Also ist interessant. Also Weswegen man ganz gut, wenn man sich die Kriminalstatistik so bezüglich Drogendelikten mal anguckt, ganz gut sehen kann, wie sich das in den letzten Jahren hochgefressen hat. Also so der Bereich OSL ist da besonders aktiv. Die Kreisstadt aus dem Landkreis, aus dem ich mich herkomme, Luckenwalde, kämpft mittlerweile seit ein paar Jahren auch extrem mit dieser Problematik. Und ja, also zu diesem Thema harte Drogen sagt die Linke dann hauptsächlich auch, dass es darum geht, dafür zu sorgen, dass Polizeipräsenz in der Fläche tatsächlich da ist. Und mal was Neues, also im Vergleich zu 2014, sprechen sie jetzt von einer bestimmten Anzahl an Polizisten. Also, ach, ja, das sind das. Also da haben sie eine bestimmte Zahl und zwar nach einer mit der Polizeireform verbundenen Reduzierung der Stellen bei der Polizei in Verbindung mit hohen Anzahl von Personen, die altersbedingt aus dem Polizeidienst ausgestiegen sind, ist es uns nun gelungen, die Polizeistärke wieder auf 8.280 Stellen zu erhöhen. Und bei dieser Grenze wollen sie dann auch bleiben. Diese Zahl ist natürlich total fiktiv, weil im aktiven Dienst sind jetzt nicht 8.280 Leute, sondern wenn es hochkommt, 7.800. Ja, hier, also sie schreiben nichts. Was sie aber schreiben, ist, also sie schreiben eben hier Sicherheitspartnerschaft und so weiter. Also das ist ihnen wichtig, dass man das so ein bisschen aus dem, ja, und sie wollen eben das, was ich schon letzte Woche gesagt hatte, sie wollen ansprechbare Polizisten, also Stichwort Bürgerpolizist und eben mehr Streifendienst und weniger verwaltungsähnlicher, sozusagen aus der Fläche zurückgezogener Dienst. Sie wollen die Bereitschaftspolizei in die Fläche verlegen. Also hier gab es, jetzt müsste ich lügen, wann das war, aber es ist wenige Jahre her, es gibt eine kleine Studentenstadt mit weiter. Die ist liegt zwischen Chemnitz und Leipzig und da gab es einen
wie war denn das? Da gab es eine, ich glaube, eine Pizzeria war es. Also jedenfalls irgendein Stadtfest oder sowas. Nazis haben da Ausländer sozusagen verdroschen. Die haben sich da in diese Pizzeria reingeflüchtet. Und dann hat das, und die Bereitschaftspolizei hat also 100 Jahre gebraucht, um eben aus Chemnitz dann nach Mittweida, um dann sozusagen dort für Ruhe zu sorgen. Und aus dieser Erfahrung her sagen sie, also Bereitschaftspolizei muss eben also mindestens in den Mittel- und eben langfristig auch in den Kleinstädten sozusagen verteilt sein. Ne? Also irgendwie wollen sie das, wie das natürlich dann organisatorisch sein soll, also wie organisiert sich das dann, das wird nicht verraten. Und was sie eben auch schreiben, es gibt hier in Sachsen ist es so, dass die Polizei Posten eben auch nur sozusagen, also die sind nicht dauerhaft besetzt. Also da kann es eben passieren, dass sozusagen dann, nehmen wir mal in den Nachtstunden und so weiter, dann die nächstgrößere Einheit dann zuständig wird mit den bekannten Problemen der Reaktionszeit und so weiter. Also das wollen sie auf jeden Fall verändern. Dann steht es natürlich hier, also gerade wenn man Richtung Strafvollzug und solche Sachen, eben auch unter dem Thema der Resozialisierung. Und hier schreiben sie eben explizit nochmal drüber über den, also in Sachsen haben wir ja gerade drüber gesprochen, haben wir dieses Thema Crystal und da ist es eben so, dass du kannst zwar vom Gericht dazu verdonnert werden, eine Therapie zu beginnen, aber oft genug scheitert es daran, dass es schlicht und ergreifend diese Therapieplätze nicht gibt. Also so. Und das ist ja nur der Teil, der tatsächlich also sich sozusagen Staat, also eben durch Gericht. Und dann gibt es ja nochmal dieses ganze Thema, ich stelle fest, ich bin jetzt abhängig und möchte das beenden. Wo gehe ich denn hin? Also in Dresden, Leipzig gibt es solche Stellen, das ist verfügbar, wo man halt eben da hingehen kann. Aber im flachen Land, also gerade wenn man jetzt in Richtung Bautzen und so weiter, dort hat man eben damit zu kämpfen, dass diese Strukturen schlicht und ergreifend nicht vorhanden oder nicht in dem Maße vorhanden sind, wie man sie brauchen würde. Also das ist echt ein Riesenproblem, ne? Ja, also, Therapie, also Drogentherapie ist auch in Brandenburg ein extremes Problem. Also es gibt keine Plätze, weißt du? Also es gibt nichts Flächendeckendes, wo viele Menschen in irgendeiner Art und Weise wirklich untergebracht werden können, wo du dich so mit Abhängigkeit generell beschäftigst. Also es ist ja nicht nur so, dass es hohe Zahlen steigende Zahlen an Drogenabhängigen, was illegale Drogen angeht, gibt, sondern du hast in Brandenburg auch steigende Zahlen. Es mag zwar nicht so auffallen, aber es ist trotzdem viel, was Alkoholkonsum angeht, weißt du? Ich kenne eine Einrichtung, also das ist wirklich so eine Therapie, so eine Art Reiterhof. Da ist mit betreutem Wohnen und so, da sind vielleicht 30 Leute oder so untergebracht. Aber das ist ja nichts Großes, um dem Problem Herr zu werden. Und das nimmt halt zu. Also du hast hier eine Bevölkerung eher männlich, mit zunehmendem Alter, alleinstehend teilweise. Die zunehmend halt Drogen, aber auch dem Alkohol verfallen und die keine Anlaufstation haben. Also die gehen dann auch nicht nach Berlin oder irgendwo in den Westen zu einer Betreuungsstation. Und das ist wirklich völlig auf sich allein gestellte Bevölkerungsgruppe mit ihrem Problem. Genau. Was sie hier noch schreiben oder was mich mal tatsächlich interessiert, also die, vielleicht ist da mal ein harter Sprung hinüber in Richtung Verfassungs-, also sie schreiben ja explizit, sie wollen also im Grunde genommen, also mit diesem Verfassungsschutz, also das muss also im Grunde genommen beendet werden. Sie wollen den nicht mehr, also aus dem Hintergrund heraus, dass, also wir haben es ja beim NSU und jetzt gibt es eben auch wieder diese in dem letzten Verfassungsschutzbericht, das habe ich ja schon mehrfach berichtet, wie problematisch das da ist. Also sozusagen gibt es eine
zumindest vermutete Nähe zu den Rechtsextremen. Und das haben sie eben nicht richtig in den Griff bekommen, hier der Verfassungsschutz. Und deswegen sagen sie also im Grunde genommen zumachen und komplett, also ersatzlos streichen. Also das ist so das, was sie sich hier vorstellen, und ersetzt werden soll. Also sie wollen das eben sagen, also wenn das hier mit diesen V-Männern und so weiter, also das Ergebnis ist, wir haben sehr viele Rechtsextreme hier, also scheint es ja mit dem Verfassungsschutz überhaupt nicht zu funktionieren, und also kann man gleich weglassen. So, das ist so die Idee. Was mich da in der ganzen Sache so ein bisschen so interessiert, also erstens mal, die Leute müssen ja dann irgendwo hin, das ist jetzt mal das Erste. Und das andere ist eben tatsächlich, diese Arbeit muss ja dann jemand machen, ne? Also so soll das dann die Polizei machen und so weiter und so fort. Also wo soll das hin? Das Ganze, das schreiben sie halt nicht. Ja, gut, also ich meine, aus Ergebnissicht betrachtet kann ich mich dem absolut anschließen, also man sagt, also mit dem Verfassungsschutz, das war ja nicht nur nicht nützlich, das war ja geradezu schädlich, was sie gemacht haben. Aber so richtig, was will man da anders machen, gerade mit dem Rechtsextremismus in der Fläche, das schreiben sie halt nicht so richtig. Also das finde ich halt so ein bisschen so schade, ne? Also wo ich mir sage, Mensch, sie haben doch die Kontakte, sie können sich das doch, also zur Not lassen sie es halt aufschreiben, ne? Aber das ist halt, ja, das finde ich schade. Also ich werde das mal ein bisschen aufdröseln für Brandenburg. Da komme ich nochmal zurück auf die Polizei. Also die Linke meint, wir haben schon eine personell, also die Polizei muss personell und auch materiell gut aufgestellt sein. Gleichzeitig schreiben sie im Wahlprogramm, wir haben eine sehr geringe Kriminalitätsstatistik, das stimmt. Wobei ich ja immer sage, deswegen müssen wir trotzdem wenigstens die Anwesenheit von Polizei in der Fläche haben. Und insoweit registriert das die Linke als Partei in der Regierung auch. Also die wissen schon, dass dieses konfuse Sicherheitsgefühl der Bevölkerung alleine schon durch Anwesenheit von Polizei im Großen und Ganzen befriedigt wird. So. Dass die Zahl der Stellen, die sie hier in dieses Wahlprogramm schreiben, in der Realität nicht umgesetzt ist, sei mal dahingestellt. Wenn es um die Polizei an sich geht, wollen sie, dass die Polizisten ansprechbar sind, motiviert und entsprechend kompetent, was jetzt solche Sachen wie interkulturelle und gendersensible Kompetenzen angeht. Sie wollen eine umfassende politische Bildung für die Polizei, auch im aktiven Dienst. Also das gehört alles in den Bereich Weiterbildung. Okay. Der Wille ist da. Die Kapazitäten sind Mangelware. Und du hast dann Polizisten, die sind aus dem aktiven Dienst für diese Weiterbildung abzuziehen, und die müssen dann diese Tage in der Weiterbildung sein. Was heißt, dass sie nicht im aktiven Dienst sind, aber ja, genau. Also dieser Anspruch ist natürlich gut, die Realität entspricht dem halt nicht. Also das Problem ist nämlich, du kriegst nicht die Auszubildenden, die absolut motiviert sind. Ja. Mittlerweile das habe ich ja hier schon mehrmals angebracht, es werden die Anforderungen einfach heruntergeschraubt, was jetzt Beamte generell angeht, aber was auch die Polizei angeht. Sportliche, schulische Ansprüche, dann kriegst du in der Schule ja in der Regel nicht wirklich mit. Was heißt denn das jetzt, Verfassungstreue? Was steht denn so im Grundgesetz? Also damit beschäftigst du dich eigentlich in der Schule nicht. Es gibt teilweise Schüler, die kommen in Brandenburg vom Gymnasium und hatten keinen PB-Unterricht, weil das mittlerweile ein Wahlpflichtfach ist und kein Pflichtfach, was ich an sich schon kritisch finde. Aber da sind wir wieder im Bereich Bildung. Und dann schreiben sie rein, Polizisten und Polizisten, die sich in rechtsextremen Gruppen engagieren oder durch rassistisches, antisemitisches Verhalten auffallen, sind aus dem Polizeidienst zu entfernen.
Also das mit den rechtsextremen Gruppen ist ja völlig nachvollziehbar. Ich weiß nicht ganz genau, was sie meinen mit rassistisches, antisemitisches und homophobes Verhalten. Also was genau, was muss die Polizei tun? Reicht es, sich im betrunkenen Zustand beschissen zu äußern? Weil das Beamtenrecht gibt das nicht her. Das gibt her, dass du ein Dienstaufsichtsverfahren an die Backe kriegst. Aber das heißt nicht, dass du sofort aus dem Dienst entfernt wirst. Und auch da würde ich sagen, hier wird die Wählerschaft der Linken angesprochen. Eine bestimmte Wählerschaft, die halt nicht will, dass ein Polizist sich in bestimmter Art und Weise abfällig über Juden, über Homosexuelle oder über Bevölkerung mit dunkler Hautfarbe äußert. Nur das Problem ist, dann hast du bald keine Polizei mehr. Also ja gut, ja, aber wirklich. Aber wäre es denn schade um diese Polizisten? Nein, es ist nicht schade. Also natürlich ist es nicht schade drum. Du kannst sie natürlich alle entfernen. Nur du kannst die leeren Stellen dann nicht mehr besetzen. Wenn ich mir überlege, wo sollen denn die ganzen Polizisten herkommen? Und dann frage ich, naja, warum geht ihr nicht zur Polizei? Naja, also ich nicht. Also die Polizei ist ja so ein beschissener autoritärer Haufen und so. Also ich will diese Leute auch nicht im öffentlichen Dienst haben. Weißt du? Ja, und das ich ist weiß ja auch von Leuten, die sich auf eine Art und Weise teilweise äußern, wenn sie unter Kollegen sind, die ich auch kritisch anspreche, wenn sie sich dann so äußern. Nur du gehst nicht zum Vorgesetzten und meldest die dann. Weil dann teilweise halt Leute in einer höheren Position sind. Und das ist hier eine gesellschaftliche Problematik. Also solche Institutionen wie die Polizei, wie die Bundeswehr zieht bestimmte Leute an, gerade dann, wenn du die Anforderungen senkst. Und diese Leute gibt es halt in der Gesellschaft. Also wie willst du die aus der Gesellschaft entfernen? Das ist ja jetzt die Frage. Genau, das ist in dem Sinne eigentlich auch tatsächlich eben weitgehend ungeklärt. Ne? Also ich meine, so die Standardantwort, die man so oft erhält, naja, man muss in Bildung. Und da sage ich, naja gut, also wenn du jetzt die Leute noch mit Bildung behelligst, dann kriegst du halt gut ausgebildete Nazis. Ist halt so. Ja. Ne? Also mit Bildung kommst du den Leuten nicht klar bei. So und so weiter und so fort. Und das sind halt so Sachen. Klar, auch die Polizei ist halt eben auch ein Spiegelbild der Gesellschaft und nachgewiesenermaßen finden sich dort eben, wie du es gerade gesagt hast, ein bestimmtes Klientel, sage ich mal, verstärkt. Und das eine ist halt, es ist halt immer so eine Gratwanderung. In dem Augenblick, wo du es verbietest, ist es ja nicht raus aus den Köpfen. Auf der anderen Seite hast du eben tatsächlich eine Möglichkeit, dass du eben dieses Gedankengut, dass es eben Gedankengut bleibt und sich nicht noch sozusagen weiter verbreitet. Und ja, aber ich gebe dir recht, also das ist halt also es ist so drinne steht. Es ist aber trotzdem. Es ist eine gute Forderung, also dagegen sage ich ja gar nichts. Und ich will ja auch nicht, dass Nazis oder homophobe Menschen jetzt bei der Polizei sind und ihre gewalttätige Ader da auslassen wollen. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch Polizisten, die sind nicht so, wisst ihr? Und diese Fälle, die immer hochkommen, das wirkt sich dann immer auf die ganze Polizei aus. Also dann sagt man, ach, die Polizei ist ja halt so und so. Sag mal, gibt es eigentlich in Brandenburg diese Kennzeichnungspflicht für Polizisten? Es gab sie, dann gab sie es wieder nicht. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie der Stand der Dinge ist. In Sachsen gibt es nicht und die Linke will das einführen. Also aus genau den Gründen, dass man eben im Falle eines Falles sich da eben sozusagen in Anführungszeichen, also eben wehren kann. Ne? Also eine Kennzeichnungspflicht von Polizisten soll die Identifikation einzelner Polizisten im Einsatz auch in geschlossenen Einheiten gewährleisten. Sie ist zu
Unterscheiden von der Pflicht, einen Dienstausweis bei sich zu tragen und so weiter und so fort. Deutschland, Brandenburg, ach so. Als erstes Bundesland hat Brandenburg eine Kennzeichnungspflicht von Polizisten gesetzlich geregelt. 2011. Der Gesetzentwurf war ursprünglich von der CDU eingebracht worden, hatte dann aber eine breite Mehrheit gefunden. Danach hieß es in § 9 Absatz 2 des brandenburgischen Polizeigesetzes, Polizeivollzugsbedienstete tragen bei Amtshandlungen an ihrer Dienstkleidung ein Namensschild. Das Namensschild wird beim Einsatz geschlossener Einheiten auch eine zur nachträglichen Identifikation geeignete Kennzeichnung ersetzt. Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar 2013. Also ja, es gibt eine Kennzeichnungspflicht und die ist gültig. Ah, okay. Es ist interessant, dass die CDU das sogar eingeführt hat. Also, naja, die hat den Antrag gestellt. Eingeführt hat es ja, dann die Landesregierung rot. Aber also wir haben eine Kennzeichnungspflicht. Also ich kenne jetzt auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt journalistisch nicht viel aufgearbeitet wird, aber so große Aussetzer vom Brandenburger Polizei ist mir jetzt spontan nicht bekannt. Na, hier in Sachsen gibt es immer mal die Forderung, also gerade von der Linken wird es mal anlässlich von Demonstrationen und so weiter, kocht das mal so ein bisschen hoch im Sinne von, also wenn man jetzt hätte, also wenn wir diese Kennzeichnungspflicht hätten, dann wären wir ja schon mal einen Schritt weiter und so weiter, dann aber das wird dann klar, der Reflex ist dann immer, also Generalverdacht, und bei diesem Generalverdacht, das ist dann immer so, wo ich sage, nee, Moment, also mit dem gleichen Argument könnte ich ja auch sagen, und das ist ja das, was die CDU so gerne möchte, Videoüberwachung könnte man auch sagen, das ist ein Generalverdacht und hier wird die Bevölkerung kriminalisiert, und da werden so Argumente sozusagen in Anspruch genommen, die dann bezogen auf gleichartiges, aber andere Menschen betreffende Situationen eben keine Gültigkeit haben. Ja, also jetzt aber nochmal, also das möchte ich gerne mal ausführen. Diese Kennzeichnungspflicht, die gibt's ja. Das heißt, selbst wenn sich ein Polizist, also wenn sich jetzt mal ein Polizist daneben benommen hat, konnte der Bürger oder die Bürgerin den Namen oder die Kennzeichnung notieren, sich an die entsprechende Behörde wenden oder den Polizisten anzeigen. Das heißt, es hat eine zivilgerichtliche Folge und es gibt auch ein Dienstaufsichtsverfahren. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, das erfährt halt keiner. Also wenn nicht gerade ein Journalist sich dahinter klemmt und darüber berichtet, erfährt keiner, ob sich jemand falsch verhalten hat oder nicht. Ob das irgendwelche Auswirkungen hat oder nicht. Und wie gesagt, also so spontan ist mir jetzt kein großer Aussetzer bekannt. Und ich finde nicht, dass die Kennzeichnungspflicht bei der Polizei in Brandenburg jetzt irgendwie negative Folgen hatte. Ich sag mal so, als Polizist ist man generell in einer besonderen Situation eben, und da würde ich mal sagen, also es ist ja anonymisiert, also da kann er jetzt nicht Lieschen Müller rauskriegen, dass es jetzt XY wohnt dort und dort und so weiter, so ist sie ja nicht gestaltet und ich finde es halt generell, also weil wir reden ja über das Gewaltmonopol und so weiter und weil das eben so eine besondere Sache ist, also ja, das heißt aber nicht, dass die Polizei natürlich alles machen darf, was sie will. Nee, genau. Und aus dem Grund, damit man es überprüfen kann, finde ich das schon. In diesem Sinne finde ich diese Kennzeichnungspflicht gar nicht so schlecht und auch. Und auf der anderen Seite diszipliniert sie vielleicht auch. Ja, also. Das vielleicht. Und also diese Gegenwehr ist ja dann immer im ersten Moment da, aber wenn es erstmal eingeführt ist, gibt es, glaube ich, da keine großartigen Probleme. Weißt du? Ja. Also das kommt, diese Kennzeichnungspflicht spielt ja immer dann eine Rolle bei so Demonstrationen, solchen Sachen, oder wenn irgendwelche, was weiß ich, also wenn es so, sag ich mal, gerade in Richtung Bereitschaftspolizei oder sowas geht. Mhm. Ne? So, weil der Bürgerpolizist und so weiter, mit dem hat man ja wahrscheinlich eher weniger Probleme. Aber bei solchen größeren Sachen, wo es eben auch sozusagen kontrovers ist, also im Sinne von, es gab jetzt Platzverweise und so weiter und dann wurde das eben übergriffig durchgesetzt oder sonst irgendwas, ne? Also wo dann eben solche Sachen eben nochmal aufgearbeitet werden und wo eben diese fehlende Kennzeichnung möglicherweise ein Hindernis ist. Darüber sollte man sich auch mal Gedanken machen. Ich meine, was heißt übergriffig? Die Polizei spricht einen Platzverweis aus. Was macht sie denn, wenn der Platzverweis nicht befolgt wird? Dann nimmt sie einen auf unschöne Art und Weise
und entfernt ihn oder sie. Und dass das natürlich körperliche Gewalt ist, ist schon klar. Die Frage ist, ist diese körperliche Gewalt gerechtfertigt? Ich meine, wenn es jetzt zum Einsatz von Pfefferspray zum Beispiel kommt oder wenn du dabei jemanden den Arm auskugelst, dann ist das ziemlich übertrieben. Dass die Polizei aber dann erstmal übergriffig wird und dass das natürlich nicht schön ist, aber dass es halt damit zu tun hat, dass du zum Beispiel dem Platzverweis nicht gefolgt bist. Also das sind immer so Situationen, wo ich sage, ja, aber, und meistens läuft das aus dem Ruder, weil sich die Person natürlich auch körperlich dagegen wehrt, dass sie entfernt wird. Also naja, hier in Sachsen, wir hatten halt öfter mit solchen Themen zu tun, wie zum Beispiel Sitzblockaden und so weiter, wo dann eben auch die Polizei dann hart hingegriffen hat, wo es eben auch das nochmal gerichtlich aufgearbeitet wurde und so weiter. Und durch ich meine, da würden wir wahrscheinlich Konsens erreichen, dass diese Kennzeichnungspflicht wäre schon nicht schlecht, wenn man sie hat. Und deswegen finde ich es gut, dass es hier nochmal drinne steht. Interessant finde ich nochmal, wie du es gerade gesagt hast, dass das in Brandenburg sozusagen auf Initiative der CDU, sozusagen, die ja nun weiß Gott nicht dafür bekannt sind, solche Dinge zu fordern. Aber finde ich interessant. Also das ist dann. Na, das ging ja damals auch eher in Richtung Schutz der Polizei. Also das hat ja die CDU unter dem Gesichtspunkt gemacht. Kennzeichnungspflicht für die Beamten als Schutzmaßnahme für die Beamten, dass man, nicht mehr behaupten kann, dass irgendwer sich irgendwie falsch verhalten hat, sondern dass die Polizisten dann auch nachweisen können, also ich war vielleicht gar nicht an dem Tag da, sondern war ganz woanders im Einsatz. Also das vielleicht nochmal so zum Inneren. Achso, und NSU. Hm? Du hattest ja das Thema Verfassungsschutz angebracht. Hm. Also ich wollte das bloß nochmal so Richtung Polizei als Bürgerhelfer und als jemand, aber der nicht über dem Gesetz steht, sondern auch für Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und die Idee ist auch, dass du tatsächlich verfassungstreue Polizisten, wie es ja eigentlich logisch sein sollte, im Dienst hast und nicht irgendwelche verkappten Nazis. So. Also das will die Linke und das ist natürlich auch richtig. Ja. Und zum Thema Verfassungsschutz hat die Linke in Brandenburg sich vorgenommen Folgendes. Resultierend aus der deutschen Geschichte und den jüngeren Skandalen in Zusammenhang mit der rechtsterroristischen Mordserie des NSU stehen wir Geheimdiensten kritisch gegenüber und fordern deren Abschaffung. Geheimdienste wie der Verfassungsschutz operieren mit zweifelhaften Methoden wie dem V-Personenwesen, dass wir grundlegend ablehnen. Allein die Existenz einer geheimdienstlichen agierenden Behörde, die die Bevölkerung unter ständiger Beobachtung stellt, verletzt die Grundsätze einer rechtsstaatlich verfassten, freiheitlich und offenen Demokratie. Daher wollen wir Geheimdienste abschaffen. Solange sie aber noch arbeiten, muss die parlamentarische demokratische Kontrolle so wirkungsvoll wie möglich gestaltet und weiterentwickelt werden. Naja, das also, ist so die Position auch in Sachsen, wie wir es gerade. Da versuchen sie halt den internen Zwist, und da gibt es wirklich extreme Probleme, auch innerhalb der Linken in Brandenburg, irgendwie mit einem Konsens zu vereinbaren. Auf der einen Seite sagen sie, also in absehbarer Zukunft, irgendwann wollen wir das schon gerne abschaffen, aber momentan gibt es den Geheimdienst noch, es gibt den Verfassungsschutz. Und in der Regierung müssen wir auch irgendwie damit zurechtkommen, vor allem in Brandenburg, wo sie ja gerade mit der SPD die Zahl, den Personalstand des Verfassungsschutzes erhöht haben. Also da gehen sie Richtung, also parlamentarische Kontrolle muss ausgebaut und erweitert werden und wir müssen viel mehr hingucken, was macht der Verfassungsschutz eigentlich, wenn er da agiert. Und ist das überhaupt demokratisch vertretbar, was die machen? Ja, also wenn wir jetzt hier nochmal auf Rechtsextremismus eingehen, Sie schreiben hier, Sie werden ein ressortübergreifendes Gesamtkonzept zur Zurückdrängung der extremen Rechten auf allen Ebenen erarbeiten. Das soll eben Prävention und Repression einschließen.
und sozusagen eben, finde ich interessant, also als auch die steuerrechtliche Prüfung von Einrichtungen der extremen Rechten. Also da wird wirklich, also so ein bisschen erinnert mich das so an so Mafia, an die Mafia-Aufarbeitung in Italien, wo man eben tatsächlich auch das Steuerrecht dann eingesetzt hat. Und sie wollen einen Entschädigungsfonds für die NSU-Opfer haben. Sie wollen eine Forschungsstelle Rechtsterrorismus errichten und die Rechtsextremisten entwaffnen und ein regelmäßiges Lagebild offener Haftbefehle soll erstellt werden. So, also das, das ist alles sehr halt, konkret. Ja, also ja, also das mit diesem, Gesamtkonzept und so weiter, finde ich gar nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen sozusagen das, also tatsächlich eben, weil man muss ehrlich sein, also jahrelang ist da in dem Sinne eigentlich nichts passiert. Also es ist mittlerweile sogar so, also in Dresden gibt es ja die Neustadt, das ist so, wird immer so, das ist sozusagen das linke Herz der Stadt. Relativ zentral gelegen und so weiter. Und selbst dort gibt es jetzt mittlerweile offen also Nazi-Treffpunkte. Ne? Also mittlerweile ist es schon so weit, also dass das, dass sie sich sogar dorthin trauen. Also was vielleicht vor, was weiß ich, 10 Jahren total unmöglich gewesen wäre, ne? Das findet jetzt eben statt. Und das versuchen sie halt irgendwie so, oder sie benennen es zumindest und sagen, also da werden wir was tun. Also und was ich auch wirklich gut finde, sie wollen den Sachsen-Monitor sozusagen weiterentwickeln, also nicht einschlammen, sondern eben tatsächlich weiterentwickeln. Und das finde ich gut, dass sozusagen so die, dass man eben auch selber nochmal so nach dem Motto, erstens mal erfahre ich als Mensch, der hier wohnt, was über meine Mitmenschen, wie die so denken, und B ist eben tatsächlich, also kann man nochmal dann, wie wir es eben hier auch machen, nochmal dagegenhalten, so nach dem Motto, das ist sozusagen im Land los, wie reagiert die Politik darauf? Finde ich gut, also dass sie das so machen wollen. Also ich finde es gut, dass es bezüglich des NSU und Aufarbeitung etc. und Unterstützung der Opfer auch so konkret wird. Das ist in dem Wahlprogramm für die Linke in Brandenburg jetzt nicht so. Da steht höchstens noch, dass sie eine wirksame Innenrevision beim Verfassungsschutz einführen wollen, die sich tatsächlich mit der Aufarbeitung, Thema NSU-Komplex etc. auch beschäftigt. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, es gibt aktuell keine wirksame Innenrevision. Ja, eben. Das ist ja sehr, sehr interessant, weil die Linke ist ja jetzt nicht das erste Mal mit in der Regierung. Die sind ja schon eine Weile mit dabei und ich meine, als linke Partei kann man ja den Verfassungsschutz auch gerne mal ignorieren, weil das ist halt nicht ihr Ding. Aber wenn man halt als Partei auch wegguckt, weil das eine Institution ist, die man ja im Großen und Ganzen gerne mal abschaffen möchte, dann laufen halt Sachen auch ein bisschen verquer. Gerade dann, finde ich, wenn du als Partei so kritisch gegenüber der Institution bist, solltest du dir sagen, also da will ich jetzt aber die absolute Kontrolle drüber haben. Anstatt das irgendwie Leuten zu überlassen, wie zum Beispiel Herr Woidke war ja teilweise dafür zuständig als Innenminister, als er noch Innenminister war, oder jetzt der neue Herr Schröter, der wirklich ein absoluter harter Hund ist, innerhalb der CDU, also CDU, innerhalb der SPD, aber auch bei der CDU würde der, glaube ich, ganz gut passen. Also so, das Thema zu ignorieren oder zu sagen, eigentlich wollen wir die Abschaffung, aber wenn wir es schon nicht abschaffen können, ein bisschen parlamentarische Kontrolle, müssen wir mal genauer hingucken. Ja. Liebe Linke, ihr wart jetzt schon eine ganze Weile an der Regierung mit. Was habt ihr denn in den letzten 10 Jahren gemacht bezüglich des Verfassungsschutzes, dass es da keine vernünftige Innenrevision gab? Oder wie konnte es denn dazu kommen, dass in Brandenburg der NSU auch teilweise sich vernetzen konnte und Unterstützung bekommen konnte? Zu einer Zeit, als ihr schon dafür verantwortlich wart, also. Ja, das ist immer so, ja, das ist, wenn man selber dran ist, dann ist es nämlich ganz schwierig, ne? Ja, was ich auch interessant fand, was du da gesagt hast, dass sich die Nazis halt jetzt auch öffentlich hintrauen. Naja. Also,
Ich glaube da wirklich, das ist hier ein Problem einer gesellschaftlichen Entwicklung. Die Mitte der Gesellschaft, der ist es mittlerweile egal. Und weil es ihr egal ist, trauen sich diese Leute halt in die Öffentlichkeit. Naja, das ist eben... Also genau, die Gegenwehr von Linken ist da wirklich marginal. Die suchen sie ja praktisch, um sich mit denen dann auch entsprechend auseinandersetzen zu können. Aber solange wirklich die breite Mitte der Gesellschaft sagt, also mittlerweile ist uns das egal, dass die da stehen, oder wir ignorieren es und wir sprechen es einfach nicht an, weil ist ja nicht unser Problem. Ja, und das glaube ich nämlich, also ist auch, jetzt müssen wir mal so ein bisschen den Kopf heben in Richtung Bundespolitik. Wenn wir jetzt angucken mit dem Rechtsextremismus und sozusagen rechter Terror, stochastischer Terror, also Einzeltäter und so weiter, das war so lange kein Problem, wie es andere Menschen betroffen hat. Also es war relativ ausgeschlossen, dass ich vom NSU ermordet werde, weil ich schlicht und ergreifend sozusagen mitteleuropäisches Aussehen habe. Ne? Also so, und jetzt mit dem Lübcke-Mord, da sieht es nämlich ganz anders aus. Und plötzlich sind Dinge möglich in der Polizeiarbeit und so weiter und so fort, die, als es andere Menschen betroffen hat, eigentlich unmöglich gewesen sind oder für unmöglich gehalten worden, ja. Und das sind so Sachen, wo ich, und das ist aber eigentlich im Grunde genommen ein Ding, wo ich sagen würde, also toll, das ist ja, aber genau in dem zu spät. Fall würde also jetzt ich, hat sich ja, aber in dem Fall jetzt hat sich auch das sagen, schon verfestigt, ne? Also ja, aber ich würde auch sagen, in dem Fall alles, was das NSU-Thema angeht, also bis es hochgekommen ist, war es ja eher so peripher. Also man hat ja nicht wirklich was mitbekommen. Also dieser Mord an der Polizistin Kiesewetter, ich kann mich noch erinnern, als das erste Mal davon berichtet wurde, dann war auf einmal irgendwie die DNA-Probe ganz komisch. Erst war es ein Mann, dann war es eine Frau, dann war die DNA-Probe des Täters irgendwie durch Schlamperei der Herstellungsfirma mit diesen Wattepads kontaminiert. Also das war von vornherein eine ganz seltsame Sache. Und ich würde sagen, da haben sich breite Teile der Politik auch in der Linken viel zu sehr ausgeruht und viel zu viel und viel zu lange ignoriert, wo ich sagen würde, wir haben ja schon eine ganze Weile ein gesellschaftliches Problem. Also man dachte ja, das Thema Rechtsextremismus, das Thema Rassismus, das hat sich hier total erledigt. Wir leben alle ganz, ganz locker vor uns hin und wir sind eine so freie und liberale Gesellschaft und alles ist doch in Ordnung. Und das war halt alles, da hat man sich halt viel vorgemacht. Man hat viel ignoriert, weil man persönlich nicht betroffen war. Naja. Und um ehrlich zu sein, das kann Politik gar nicht lösen. Also das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, das du als Politik überhaupt nicht lösen kannst. Ja, zumindest nicht alleine. Ne? Nee. Also das, da muss man schon, also man kann jetzt nicht sozusagen die Politik da ganz aus der Verantwortlichkeit entlassen, aber man kann eben sagen, also Politik, du machst bitte das, wofür du eben verantwortlich bist. Ne? Also das, was du tun kannst, solltest du eben auch tun. Also Fördermittel, Aufklärung, politische Bildung. Naja, und das ist halt hier in Sachsen, also mit dieser ganzen, es gibt ja jetzt sozusagen vor den Toren meiner Heimatstadt in Pörne, da gibt es eben diese verfestigte rechtsextremistische Szene, da gibt es auch viele Leute, die sich darum kümmern und es ist halt immer wieder ein Kampf von diesen Menschen, die sozusagen so noch dagegen halten, eben über Fördermittel etc. da diese Aufklärungsarbeit zu leisten und dann eben also schlicht und ergreifend auch durch die staatlichen Behörden da eben auch schlicht und ergreifend auch Schutz zu erhalten. Also es gibt immer wieder so und da greift man wieder in dieses Thema rein, wie sieht's denn mit der Besetzung von Polizei aus, mit der Verfügbarkeit und so weiter im ländlichen Raum und ich sage immer, der Rechtsextremismus, der springt in die Lücken rein, die halt von anderen gelassen werden. So, und jetzt kann man sich da auch nochmal fragen, wer lässt diese Lücken, warum sind die nicht geschlossen, wie kann man sie schließen und so weiter und so fort. Ne? Und genau, wollen wir das Thema mal abschließen, würde ich mal sagen. Oder ja, hast das du noch macht was, mich ganz depressiv. Was, ja, man könnte jetzt noch irgendwie wahrscheinlich da irgendwie noch 5 Stunden drüber reden. Also ja, aber im Großen und Ganzen kannst du es unter dem Strich zusammenfassen. Da muss man halt dranbleiben, da muss man die Augen offen halten, genau. Da muss man die richtigen Projekte finanzieren. Alles andere
Alles andere bringt halt nichts. Also ignorieren bringt jedenfalls gar nichts. Ja. Apropos ignorieren bringt gar nichts. Wohin wollen wir, was wollen wir nicht ignorieren? Wollen wir das Klima nicht ignorieren? Nee, das Klima können wir nicht ignorieren. Dann lass uns mal in Richtung Klima gehen. Klima bei der Linken läuft immer, also das ist halt so ein bisschen schwierig. Also ich würde diesmal anfangen. Ja. Weil, wie gesagt, Linke ist hier seit 2014 wieder mit in der im Boot. Davor waren sie schon mit der SPD in der Regierung. Damals hatten sie im Wahlprogramm, Braunkohlefelder sind halt wichtig und Ausbau, Tagebau, Welzow Süd war damals noch im Programm und war auch im Koalitionsvertrag. Und man hat geschrieben, spätestens ab 2040 soll Brandenburg keine Braunkohle mehr verstromen. So. Mhm. Man wolle ein entsprechendes Klimaschutzgesetz auch entwickeln. Darauf warte ich heute noch. Es gibt jedenfalls keins von den 150 Gesetzen, die erlassen wurden, die tatsächlich ein dezidiertes Klimaschutzgesetz sind von Rot-Rot. Mhm. Und die hatten jetzt 5 Jahre Zeit. Ist nicht dazu gekommen. Was den Kohleausstieg 2040 angeht, hat ja die Kohlekommission gesagt, 2038 muss Schluss sein. Und für die Linke ist das Thema Klimaschutz auch immer ein Thema, muss sozial verträglich gestaltet werden. Also, genau. Also alles, was sie dazu schreiben, ist, Klimaschutz ist wichtig, aber wir dürfen halt den sozialen Aspekt nicht vergessen. Was ich, um ehrlich zu sein, auch gut finde. Nur leider sagen sie mir nie so richtig, ja, was heißt denn das jetzt? So. Das ist interessant, weil sie, das kann ich mal währenddessen du nochmal sozusagen bei dir guckst. Also hier schreiben, also hier läuft das eben auch Klimaschutz und Energiewende und das läuft hier alles so eben auch, also was sagen sie? Also sie sagen also 2038, das ist eben der Kompromiss, der ist so beschlossen, den akzeptieren wir erstmal so. Und wir kümmern uns darum, dass eben sozusagen diesen Umbau zu gestalten. Sie schreiben hier explizit, wir werden den Klimanotstand für Sachsen ausrufen und ein modernes Klimaschutzgesetz erstellen. So, sie wollen ganz klar, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Akzeptanz der Erneuerbaren, also eigentlich mehr Windkraft, das wollen sie eben erhöhen. Es gibt ja schon diese sächsische Energieagentur und die soll eben das leisten durch ihre Arbeit und und das ist interessant, also sie schreiben hier so nach dem Motto, wir hatten ja schon mal so einen Strukturwandel, nämlich 1990 und folgende Jahre und aus dem wollen wir lernen. Und sozusagen diese Fehler, die damals begangen wurden, nicht nochmal machen. Und sozusagen, also ja, sie schreiben halt hier, wir wollen eine Natur- und Landwirtschaftsregion Lausitz haben. Wir wollen das Fachwissen in der Region weiterhin binden und so weiter. Und sie, also bezogen auf die Lausitz, sagen sie eben, wir müssen hier mit Sachsen und also Sachsen muss mit Brandenburg zusammenarbeiten, um eben sozusagen diese Region Lausitz sozusagen gemeinsam zu bearbeiten. Und hier werden sie ganz konkret. Sie sagen nämlich, wir wollen eine Bund-Länder-Gesellschaft haben, die es gab ja schon mal, also die Abkürzung ist LMBV, also das ist so eine Gesellschaft gewesen, die hat sich damit beschäftigt, diese Altlasten des Braunkohletagebaus sozusagen ja aufzuarbeiten, sage ich jetzt mal, ne? Und die Idee ist sozusagen, das nochmal zu machen. Dort kommen die ganzen Bergarbeiter rein und die bauen dann eben Kraftwerke zurück. Diese ganzen Tagebau Restlöcher werden eben hergestellt.
dass da eben Seen entstehen und so weiter. Und da werden sie schon ganz, ganz, sage ich mal, konkret. Und sie sagen eben, und das schreiben sie hier, es steht wirklich tatsächlich, also das Wort gibt's, Mitmachprojekt. Ja, also der Strukturwandel wird aus unserer Sicht aber nur als Mitmachprojekt gelingen. So, das finde ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Es gibt, das muss ich nochmal raussuchen, es gibt in der aktuellen Zeit, gibt es eine Reportage über Großräschen. Sag mir was. Genau, also ganz kurz erzählt bloß. Also der Bürgermeister, ein SPD-Mensch, der hat noch während der Tagebau dort betrieben wurde, hat er sich eben darum gekümmert, so nach dem Motto, wenn Tagebau weg, dann See, also baue ich hier eine Seebrücke her. Und das war zu einer Zeit, wo noch niemand an irgendwie Tagebauende gedacht hat. Und mittlerweile ist Großräschen, also zumindest dieser Reportage nach, ein ziemlich, es ist ein Provinzstädtchen, aber es floriert halt. Und so dieses wollen sie hier wahrscheinlich kopieren, also so richtig steht's, aber sie sagen eben, also es muss halt sozusagen, die Menschen müssen mitgenommen werden, wenn man es mal so will, ne? Und was ich jetzt hier nochmal sozusagen also bemerkenswert finde, im Rahmen dieses Umbaus, also Strukturwandels, wollen sie ein räumlich und zeitlich begrenztes Grundeinkommen einführen. Also sowas Ähnliches, wo ich mal schon längst mal so drüber laut drüber, das findet sich ja, also ohne Zahlen natürlich, ne? Aber so dieses, das wollen sie eben, also dass sie sagen, okay, wir wollen damit garantieren, dass das Geld an Ort und Stelle ist. Und weil tatsächlich, also ja, finde ich gar nicht so schlecht, wie sie das hier so beschreiben, dass eben das Soziale mitgedacht wird. Um sozusagen dort diesen Strukturwandel hinzukriegen. Ansonsten also schreiben Sie hier, wenn man jetzt nochmal über Klima sprechen möchte, schreiben Sie über Klima vor allen Dingen im Sinne von einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, ne? Also nicht nur sozusagen umweltnachhaltig, sondern auch sozial nachhaltig. Sie schreiben eben auch, sie sagen also, wir wollen halt öffentlich vor privat und sozusagen Land und Forstwirtschaft soll eben auch sozusagen im Sinne von Natur und Umwelt sozusagen umgebaut werden. Also ich versuche das immer ein bisschen alles zu dem Thema Klima zusammenzukriegen, weil das Wahlprogramm der Linken in Brandenburg hat auch einen ziemlich großen Teil, der sich damit beschäftigt, dass ja Klimaschutz jetzt nicht alleine dasteht, sondern aufgebaut wird es zum Thema Umweltschutz, Artenvielfalt, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, dass es als ganzheitliches Konzept halt gedacht wird, was jetzt Klimawandel angeht. Und da schreiben sie solche Sachen rein wie, sie wollen eine Agrarförderung, die sich für Tier- und Umweltschutz einsetzt mit hohen sozialen Standards. Und dann wollen sie eine Förderung vor allem des Ökobaulands, in dem sie reinschreiben, dass sie das Ziel haben, dass wenigstens 20% des bewirtschafteten Landes tatsächlich Ökolandbau sind. Also da werden sie, glaube ich, schon ziemlich konkret. Und das ist alles halt unter der Überschrift Umweltschutz, Klimaschutz und auch Tierschutz angesiedelt. Alles soll auch ein Aktionsplan entwickelt werden, was zum Beispiel die Vermarktung von regionalen Produkten angeht. Also, dass du nicht mehr damit beschäftigt bist, jetzt aus China deinen Kohl zu bestellen, sondern dass es gefördert wird, dass regional angebaut und auch verbraucht wird, was ja dann in diesem Sinne nicht nur sozial besser ist, sondern auch umwelttechnisch. Das finde ich ja gar nicht so schlecht, dass die Linke in Brandenburg sich darüber Gedanken macht, dass Agrar und Umweltschutz und Klimaschutz an sich alles zusammenhängt. Das heißt, wenn du hier die Agrarwirtschaft umstellst, was ja in Brandenburg hauptsächlich so diese alten LPGs sind, die jetzt GmbHs sind und nicht einzelne Bauern, sich politisch schwierig darstellt, aber wo du tatsächlich ein breite Abnehmer findest. Also wenn du das Gesetz änderst und wenn du auf Förderung von Ökolandbau umstellst,
dann ist die Fläche, die du aufgreifst, viel größer, als wenn du das zum Beispiel in Bayern machst, wo du jeden einzelnen Landwirt dann gleich an der Backe hast. Ja. Dann wollen sie sich einsetzen für Naturschutzgebiete, also Großschutzgebiete nennen sie das. Du hast ja in Brandenburg große Flächen, wo wirklich keine Leute wohnen, wo du sagen kannst, also das ist jetzt Naturschutzgebiet und da kommt jetzt bitte kein Mensch mehr drauf. Und hier können wir auch fördern, Mischwald anzubauen. Das hast du ja in Brandenburg ein extremes Problem. Bei den Waldbränden, du hast hier Sandboden, was dazu führt, dass du viel Nadelwald hast, was dazu führt, dass du hier viele Brände hast, vor allem bei dem zunehmenden Klimawandel. Also auch da in diese Richtung wollen sie was tun. Und Schutz von Wolf, Biber und Komodowaran, oder wie heißt das Ding? Komoran. Komoran, nicht Komodowaran, oh mein Gott. Komoran. Und zwar in der Hinsicht, dass sie keinerlei Jagd auf diese Tiere erlauben wollen, sondern eher in Richtung Entschädigung der Landwirte, die durch zum Beispiel Wolfsriss etc. geschädigt wurden. Ja. Also an sich die richtige Herangehensweise. Ich glaube kaum, dass es bei den Grünen irgendwie besser wäre. Und dann kommen wir mal zum Thema Energiewende an sich. Also da geht es tatsächlich Richtung Kohleabbau. Da schreibt die Linke Brandenburg, engagiert sich für eine zukunftsfähige und nachhaltige Energiepolitik in Brandenburg, die mit den vorhandenen Ressourcen so sparsam wie möglich umgeht, die Umwelt so gering wie möglich belastet und eine langfristig gesicherte, bezahlbare, zuverlässige Energieversorgung ermöglicht. Wir wollen alle Voraussetzungen schaffen, einen schnellen und sozialverträglichen Kohleausstieg zu ermöglichen. Dabei sollen die Kohlekonzerne an den entstehenden Kosten in angemessener Höhe beteiligt werden. Wir wollen die von der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung angestrebten Fristen für den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung deutlich unterschreiten. Die Einhaltung dieses Zieles ist an die soziale Absicherung aller direkt und indirekt Betroffenen sowie Versorgungssicherheit gekoppelt. Heißt übersetzt, also 2038 könnten wir gerne unterschreiten. Und sie schreiben auch in das Wahlprogramm rein, dem Klimawandel kann nur ohne die CO2-intensive Verstromung fossiler Energieträger wirksam begegnet werden. Und wir wollen bis spätestens 2025 rechnerisch bis zu 100% aus erneuerbaren Energien, also Energiebedarf decken. Also bis 2025. Ja, so weit geht's ja nicht. Was dazu führt, dass sie eigentlich schon bis 2030 aus der Kohle raus wollen. Also sie schreiben es nicht so direkt rein, ein bisschen verklausuliert dann später. Aber immerhin, ich finde, ja, diese, wie gesagt, also das ist so generell der Mangel an diesem Teil hier, auch was die Klimageschichte hier geht. Es gibt viel Text in dem sächsischen Programm, aber es gibt halt wenig Zahl. Das ist der Teil, den die Linke Brandenburg hier hat, wo sehr viele Zahlen drinstehen. Hier steht dann drin, wie viel, also dass zum Beispiel schon 2/3 des Stromverbrauchs in Brandenburg mittlerweile durch erneuerbare Energien gedeckt werden, dass wir aktuell 3.750 Windenergieanlagen haben mit einer installierten Leistung von 6.850 Megawatt, 35.000 Photovoltaikanlagen, 500 Biomasseanlagen, also auch da erneuerbare Energie draus gewonnen wird. Dann wollen sie landeseigene Energieagentur schaffen, was ich im Thema Strukturwandel gar nicht so schlecht finde und wo sie dann wieder Richtung Staat vor privat sind, in der die Energiewende auch entsprechend in der öffentlichen Hand gesteuert werden soll. Da soll mit den Kommunen und dem Land und den Energieversorgern zusammengearbeitet werden. Speicherenergieförderprogramme soll es geben. Also hauptsächlich Beteiligung auch der Anwohnerinnen und Anwohner, was den Ausbau von Windenergie angeht, also so auch generell von erneuerbaren Energieträgern. Aber Windenergie ist ja das Problem, wo hauptsächlich die Gegenwehr von den Bürgern kommt. Ja. Und dann wollen sie alles mit Geld erschlagen. Also wirklich finanzielle Förderung von genau, also finanzielle das, Förderung von
Anbau erneuerbarer Energien bei den Kommunen und die Einbeziehung der Bürger und alles mit Geld erschlagen, wo ich sage, ja, genau das will ich. Ja, genau. Also das ist generell so das Kennzeichen, weil du es gerade nochmal explizit angesprochen hast, also hier in Sachsen gibt es eben kein Komoran, hier in Sachsen gibt es den Dreisprung Wolf, Reiher und Biber. Und da geht es eben, da schreiben sie explizit, sie wollen, dass diese Tiere eben da sind und dass sie eben auch bleiben. Und sie wollen das eben durch Aufklärung und eben auch Geld. Ne? Also sie schreiben ja explizit, also es soll eine Weidetierprämie geben und es soll gefördert werden oder beziehungsweise entschieden, also ja, der Mehraufwand für diesen Schutz vom Wolf und so weiter, der soll halt sozusagen ausgeglichen werden. Also ja, also ich find's halt echt interessant. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, wie wir das bei den Grünen dann wiederfinden. Die Linke, das ganze Wahlprogramm, da spricht halt sozusagen immer wieder der Mensch sozusagen, also um den gruppiert sich das alles. Das ist dem halt in Anführungszeichen, also dem Mensch muss es gut gehen und wir gucken halt, dass wir sozusagen da als Gemeinschaft da irgendwie was drumherum bauen können. Das finde ich eigentlich so als Denkansatz gar nicht so schlecht. Was auch zum Strukturwandel, ich hatte es glaube ich schon gesagt, aber ich möchte es gerne hier an der Stelle nochmal wiederholen. Die Linke in Brandenburg ist da ein bisschen realitätsnah, sagen wir es mal so. Sie wissen, dass wenn du den ländlichen Raum fördern willst, dann geht das nur über Ansiedlung von Unternehmen und Unternehmen musst du dann entsprechend auch anfüttern. So, ja. Du musst dich strukturelle Voraussetzungen schaffen. Deswegen muss der Strompreis auch runter, weil du hast in Brandenburg einfach so einen unglaublich hohen Energiepreis. Das hat jetzt nicht zwangsweise was mit den erneuerbaren Energien zu tun, sondern so generell mit dem Netz. Aber es ist halt höher als anderswo. Das heißt, wenn du willst, dass sich hier wirklich mittelständische Unternehmen entwickeln, noch irgendwie auf absehbare Zeit, dann musst du auch die befördern. Und auch das schreiben sie so in Hinsicht auf den Strukturwandel, dass sie Infrastrukturprojekte fördern wollen, aber auch, dass sie Unternehmen, kleinere und mittlere Unternehmen fördern wollen. Ja. Und das ist ja natürlich in meinen Augen für eine linke Partei jetzt nicht so, also nicht so klar oder normal. Aber sie schreiben das halt so rein und ich finde das, also das ist schon richtig. Man kann sagen, es ist halt ein bisschen konzeptlos, aber würde ich an der Stelle nicht sagen. Also ich würde das nicht mit der CDU vergleichen, weil die mir wirklich nichts Strukturelles gegeben haben, was ihr Wahlprogramm angeht. Aber bei der Linken sehe ich einigermaßen roten Faden. Also sie haben schon verstanden, dass Agrarpolitik, dass Artenvielfalt, dass Klimaschutz und erneuerbare Energien zusammengehören mit den Menschen, die vor Ort sind. Also du musst das alles ganzheitlich denken. Weil wenn du mit Menschen zu tun hast, die diese Klimapolitik ja im Großen und Ganzen dann mittragen sollen, dann musst du ihnen auch was geben, damit sie sich bewegen und das tatsächlich auch befördern. Also die Politik muss immer mit dem Menschen gehen. Und die Menschen sind ja halt teilweise sehr unrationale Wesen. Also du kannst ihnen jetzt nicht sagen, also wenn du das jetzt nicht mitmachst, in 50 Jahren sind deine Kinder dann auf einem Planeten, der verbrennt. Aber ja, genau. Also das finde ich reicht eben, halt als Argument nicht. Genau, also das finde ich eben auch, dass sie da schon, wie soll ich sagen, also ich habe ja schon eher das Gefühl, dass sie ja wissen, worum es eigentlich geht. Und das Einzige, was man jetzt sozusagen den Linken da vorwerfen könnte und an manchen Stellen eigentlich auch tatsächlich muss, ist, Leute, ihr wisst doch, wie ihr es machen wollt, schreibt es doch auf und seid mutig. Ne? Also ich meine, das würde ich mir noch mehr wünschen. Also aber schauen wir mal, wie sich das noch. Also der Mut der Grünen in dieser Hinsicht hat sich da noch nicht so richtig durchgefressen bei den Linken. Ja, in Bezug auf die Forderung, weil sie, glaube ich, da immer Angst haben, noch ein bisschen vor dem politischen Gegner. Ja, möglicherweise hat es auch was Strukturelles irgendwie, weil die Linke ist ja hier in Sachsen und in Brandenburg, nehme ich mal an, ist es nicht anders.
gehört ja noch, also schon zu den echt verankerten Parteien. Man könnte sie sogar als Volkspartei noch bezeichnen. Und es gibt in Brandenburg keine Parteien mehr unter 20%. Ich habe hier keine Volksparteien mehr. Ja, also ja, da geht es ja auch um die Verankerung und die Breite sozusagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also würde ich schon mal sagen, dass es möglicherweise auch damit zusammenhängt, also dass sie sozusagen, dass da ein bisschen der Mut tatsächlich eben fehlt und man sagt, na komm, lass mir weg. Aber so. Ja. Also man sieht einen Ansatz. Also bei der CDU habe ich keinen Ansatz gesehen, bei der SPD habe ich auch keinen Ansatz gesehen. Aber ich sehe schon, dass die Linke tatsächlich verstanden hat, dass du hier ein extremes Problem beim Thema Klimawandel hast, dass du das aber tatsächlich mit irrationalen Menschen auch umsetzen musst. Ja, genau. Also dass du diese Forderung nach Klimaschutz auch in Realpolitik umzusetzen hast. Und ich sehe hier einen Ansatz, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt tatsächlich. Da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung als bei den anderen Parteien. Wo hüpfen wir jetzt hin? Also hast du alles gesagt zum Thema Klima? Ja. Also wie gesagt, was ich noch sozusagen noch ergänzen wollte, ist, das Thema Klima ist in dem Wahlprogramm, das verteilt sich halt auf mehrere Kapitel. Also das muss man so ein bisschen das macht es so ein bisschen schwierig. Also einerseits läuft das erstaunlicherweise unter dem Thema so sozial-ökologische Erneuerung. Dann gibt's das in dem Kapitel Wirtschaft und Arbeit. Und dann gibt's noch mal extra innerhalb dieser sozial-ökologische Erneuerung gibt's das Thema Klimaschutz und Energiewende noch mal als eigenen Punkt. Es sind auch bloß anderthalb Seiten, das ist nicht viel, aber immerhin. Also das wollte ich jetzt bloß nochmal sozusagen, dass man findet das nicht so als abgegrenztes einzelnes Thema, sondern das zieht sich so ein bisschen durch, was aus meiner Sicht eben auch tatsächlich der Herangehensweise der Linken eben geschuldet ist, weil sie sagen, also das gehört so ein bisschen ganzheitlich betrachtet und ist nicht so einfach so ein singuläres Thema und jetzt geht's um Klima, Punkt. Ja. Also in dem Sinne sind wir dann mit der Linken fertig. Ja. Also bisher finde ich eigentlich das beste Programm. Ist immer noch ein Wahlprogramm, immer noch kritische Punkte, wo ich sagen würde, aber so im Großen und Ganzen das Konzept verstehe ich schon. Den ganzen Teil, was Sozialpolitik angeht, haben wir jetzt natürlich nicht bearbeitet. Dann hat die Linke in Brandenburg auch viel zum Thema Ostdeutschland, ostdeutsche Geschichte, Aufarbeitung von Treuhand. Wobei ich sage, naja, das ist jetzt der AfD halt geschuldet. Weißt du? Die greifen das jetzt auf und die Linke will das der AfD nicht zwangsweise alleine. Nee, glaube ich nicht. Also hier in Sachsen war das immer mal wieder Thema. Vor allen Dingen auch dieses, also in diese Angleichung Rente und so weiter, das war hier auch ja, aber so dezidiert Aufarbeitung, 30 Jahre Wende und so. Na gut, das kann jetzt auch, sagen wir mal, ein Zeitpunkt sein. Ne? Also man müsste sich jetzt nochmal angucken, ja, okay, das Wahlprogramm von vor 10 Jahren, kam das da auch schon drin vor. Weil wir jetzt gerade, sagen wir in Sachsen, möchte ich jetzt vielleicht auch nochmal 2,5 Sätze zur parlamentarischen Arbeit sagen. Sie kümmern, also weil es geht ja immer so in den Abgleich Wahlprogramm und parlamentarische Arbeit. Wie findet sich das denn wieder? Ist es ein Gefälligkeitswahlprogramm im Sinne von, ich habe gehört, die Leute interessieren sich für. Aber ich habe ja schon den Eindruck, sie kümmern sich tatsächlich um das, was im Lande vorgeht und sie versuchen dann, klar, sie sind Oppositionspartei, dann eben auch im Rahmen von großen Anfragen, eigenen Vorschlägen und so weiter, das aufzuarbeiten und nachzuhalten. Also mal kurz, also sie haben hier 10 Jahre Hartz IV in Sachsen, Ergebnisse, Erfahrungen, Schlussfolgerungen, das war so mal eine große Anfrage. Dann haben sie eben, das finde ich interessant, das kommt nämlich jetzt wieder, also Perspektive für Hinterlassenschaften des Bergbaus und der daran angeschlossenen Aufbereitungs- und Weiterverarbeitungswirtschaft in Sachsen. Also sie kümmern sich tatsächlich
um auch um diese Sachen, ne? Also sie gehen den Sachen nach und setzen da auch, sag ich mal, die Regierung zumindest durch die Anfragen eben auch in unter Druck Antworten zu finden. Also die Themen, die wir jetzt im Wahlprogramm wiederfinden, sind eben tatsächlich, also schon, ich will sagen, jahrelange parlamentarische Praxis. Und das, also das nochmal so zum Thema Haltung. Ja, also mir geht es auch darum, nicht bloß zu sagen, also pass mal auf, es gibt hier ein Wahlprogramm, da steht das und das drin, sondern eben auch eine Haltung, wie, was zeigt sich denn, was zeigt sich denn in der parlamentarischen Arbeit dann? Und da würde ich mal sagen, da ist eine große Übereinstimmung von Wahlprogramm zu parlamentarischer Arbeit. Ne? Also das nochmal in Richtung, kann man ihnen vertrauen oder eher nicht? Ne? Ja, an der Stelle muss ich sagen, für die Linke in Brandenburg ist es ja ein bisschen schwieriger, weil sie in der Regierung sind. Genau. Aber als es drauf ankam, also jetzt was Polizeigesetz angeht, haben sie tatsächlich dafür gesorgt, dass solche Sachen wie Fußfessel, Quellen-TKÜ und so alles wieder rausgeflogen ist aus dem Polizeiaufgabengesetz. Da waren sie wirklich mutig. Also jein, weil da mussten sie halt einen Deal machen. Und dafür hat die SPD die Ausweitung der Stellen beim Verfassungsschutz bekommen. Naja, ja, also das sieht man eben an solchen Sachen. Also also so diese Kompromisse sind halt für die Linke dann auch ein Problem. Das sorgt für. Aber sind sie tatsächlich ein Problem? Also wie wird denn das in der, also das würde ich ja nochmal. Ja, naja, also ich kann es ja jetzt bloß aus meiner Sichtweise. Mhm. So. Als jemand, der sich noch überhaupt nicht entschieden hat, wen wählt er jetzt? Ich finde es gut, dass diese ganzen bürgerrechtlichen Sachen aus diesem Polizeiaufgabengesetz wieder rausgeflogen sind, dass die Linke sich dafür eingesetzt hat. Dann verstehe ich aber auch nicht die Linke auf Bundesebene und aus den anderen Bundesländern, die ja hier gar nicht politisch aktiv sind, beziehungsweise sich mit dem ganzen Problem nicht auseinandersetzen mussten und nicht mit der SPD in der Regierung sitzen, diese erhebliche Kritik von außen, nehme ich jetzt als Brandenburgerin, richtig beschissen war. Weil ich finde, die Linke hat da noch das hingekriegt, was einigermaßen möglich war, ohne kurz vor der Landtagswahl die Regierung jetzt noch zu sprengen. Also als real politisch agierende Partei war das schon das Beste, was man da rausholen konnte. So. Nö, also und im Vergleich zu dem, was ich bei der CDU und Co. gekriegt hätte, bin ich damit schon ganz zufrieden. Und ich finde, dass andere Linksparteivorsitzenden in anderen Bundesländern sich doch da bitte ein bisschen mehr zurückhalten sollten. Weil die wissen halt nicht, was Sache ist. So. Und das mit dem Verfassungsschutz. Naja, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagen würde, wir brauchen keinen Verfassungsschutz in dem Sinne. Also ich hätte schon gerne eine Institution, die die Verfassung schützt. Muss es der Verfassungsschutz sein, den wir jetzt haben? Muss es so eine Geheimdienstorganisation sein? Natürlich nicht. Ja. Und in dem Sinne finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass die Stellen ausgebaut wurden. Ich hätte dann auch schon gerne eine Institution, die Verfassung schützt, die personell gut aufgestellt ist. Das Problem ist halt der Verfassungsschutz, wie er momentan agiert und wie er aufgestellt ist. Was die Linke jetzt aber in der Koalition überhaupt nicht lösen konnte. Ja, weswegen ich diesen Deal jetzt auch nicht so kritisch sehe. Da sieht man eben tatsächlich die Grenzen der das ist dann eben Politik. Hm. Ich finde es auf der einen Seite gut, also dass das eben auch so transparent gemacht wird und dass tatsächlich, also dass sie dort einen Streit riskiert haben, ne? Also und gesagt haben, also Moment, also so geht's ja nicht. Hm. Ne? Und ansonsten, ja, also ich sag mal so, wenn wir nochmal über, sag ich mal, Zahlen, also im Sinne von Horse Race-Zahlen vielleicht sogar, also das Wahlprogramm der sächsischen Linken ist 72 Seiten groß. Also ist ungefähr auch so groß wie das, was wir jetzt auch gehabt haben. Es ist ziemlich umfangreich im Sinne von Prosa. Ne? Und was ich gut finde, ist, dass sie eben tatsächlich, also dass man dem Programm ansieht, alles klar, da hat tatsächlich die Mitgliedschaft mitgewirkt, eben über diese vorangestellten Thesen. Das finde ich mal so als, also wenn man jetzt über Stil diskutieren würde, ne? Das finde ich wirklich gut. Also
dass das nochmal sozusagen. Ja, aber das sollte so, das sollte ja so generell für die Parteien Standard sein. Ich sag mal so, dass bei der CDU hätte ich jetzt nicht die Erwartung, dass tatsächlich eine Mitgliederbefragung stattfindet. Also da würde ich das sogar akzeptieren, dass das einfach so eine, zack, das ist halt eben, also die haben ein anderes politisches Image. Bei den Grünen, SPD und Linken würde ich das schon ganz generell erwarten. Bei der FDP weiß ich gar nicht, was ich da für Erwartungen habe, wie das dort, aber so ganz generell. Und wie gesagt, also Stilkritik, nochmal letzter Satz dazu. Ich würde mir tatsächlich mehr wirklich abrechenbare Fakten, also im Sinne von, das ist es, was wir genau fordern und nicht, wir werden, also ein bisschen konkreter, kann es schon sein. Also genau. Ja, aber ich stelle immer wieder fest, dass der Wunsch eines Bürgers an ein Wahlprogramm und die Realität, mit der sich die Parteien dann, vor allem wenn sie in der Regierung sind, beschäftigen müssen, doch erheblich auseinanderklaffen. Und ja, auf der einen Seite, wenn du dir überlegst, wie viel Seiten sie produzieren, nur um ein bisschen rumzuschwurbeln. Das haben wir jetzt, glaube ich, bei allen drei Parteien mittlerweile gesehen. Aber trotzdem es nicht schaffen, auf den Punkt zu kommen. Naja. Und gleichzeitig sagen, ja, aber wir können das gar nicht so machen und das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Wahlprogramms und bla bla bla. Ich weiß auch nicht, wie man das dann hinkriegt, weißt du? Also wie schafft man diesen Spagat zwischen, ja, zwischen also konkret werden, aber nicht zu konkret sein, um die Bürger zu verschrecken? Ist schwierig. Also so ein Wahlprogramm ist schwierig und ich glaube, bei der CDU hat man es am besten gemerkt, teilweise machen das Parteien nur noch, weil sie es müssen. Weil es auffallen würde, wenn sie es nicht schreiben würden. Ja, ja. Naja. Nee, aber wie gesagt, also passt schon. Ich bin gespannt. Ja, also ich bin mittlerweile positiver eingestellt, was Wahlprogramme angeht, nachdem ich jetzt mich mit den Linken beschäftigt habe. Weil ich finde, also das, was sie machen mussten mit einem Wahlprogramm und mir wenigstens den Ausblick auf ein Konzept geben, das ist ja so den Standard, den ich erwarte, dass ich ungefähr einen roten Faden erkenne. So. Ich erwarte gar nicht, dass sie allzu konkret werden. Ich meine, ich wünschte es mir, aber ich erwarte es jetzt nicht, weil es halt eine Regierungspartei. Aber ich sehe, dass es da Ansätze gibt, dass wenn sie an die Regierung kommen, wenigstens verstanden haben, worum es geht und dass sie den Plan haben, dass es besser läuft. Und genau, also und es ist ein, also haha, Karlauer, es ist ein roter Faden, roter Faden ist erkennbar, ja. Also, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil dann ist eben auch klar, alles klar, also für sie spielt eben der Mensch eine große Rolle und dann auch für irgendwas Unvorhergesehenes, was tatsächlich immer passieren kann und auch ständig passiert, das ist sozusagen ihre Grundhaltung und auf der werden sie entscheiden. Und damit ist man eigentlich in dem Sinne auf der sicheren Seite. Ja, und damit sollte man dann als Bürger auch, um ehrlich zu sein, zufrieden sein. Wir haben es hier immer noch mit Menschen zu tun, die das alles teilweise auch in ihrer Freizeit machen. Also das sind ja nicht alles professionelle Politiker, die an dem Wahlprogramm rumschreiben, sondern die machen das auch in ihrer Freizeit, diskutieren darüber und so. Und dementsprechend, ja, also mit dem Wahlprogramm bin ich dann doch schon ziemlich zufrieden. Ja. Passt, wackelt und hat Luft. Ja, was wollen wir nächste Woche machen? Oh, nächste Woche. Was machen wir nächste Woche? Wen haben wir denn noch so auf dem Programmplan? Die Grünen. Die AfD und die FDP. Ja. Ich war letzte Woche etwas erschrocken, dass ich die FDP vergessen habe. Also, dass die kommt hier gar nicht mehr irgendwie vor. Ich möchte die AfD, um ehrlich zu sein, so spät wie möglich behandeln, weil ich die Hoffnung habe, dass noch der ein oder andere Skandal hochkommt, über den wir uns dann lustig machen können. Ja, also dann machen wir doch die Grünen, würde ich sagen, oder? Grün? Ich würde sagen, wir machen die FDP. Dann machen wir die Grünen und dann die AfD. Weil ich ja die These verfolge, dass die angehenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sich an der Grünen Partei und an der AfD auseinandersetzen werden. Und dann wäre diese Gegenüberstellung von grüner Parteiprogramm und AfD-Parteiprogramm hintereinander gar nicht so schlecht. Was meinst du? Sehr gut. Ja, nee, also bin ich mit allem einverstanden. Dann machen wir nächste Woche die FDP.
Freut euch, die Partei, die Frank vergessen hat, kommt als nächstes dran. Und genau, und wir werden rausfinden, ob ich sie zu Recht vergessen habe. Keine Angst, die Brandenburger Wähler hatten sie auch schon vergessen. Und jetzt ist sie auf einmal wieder da. Mann. Die FDP als vergessene Partei. Ja, es wird interessant. Okidoki. Dann hab ein schönes Restwochenende und wir hören uns. Nächste Woche, genau. Bis dahin. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss. Thank you.